Ja, huhu, hier wieder beim Koali, einer kleinen Runde Dark Heresy, dem 40K Warhammer Rollenspiel. Erste Mal auf Twitch und nach ein bisschen Anfangsschwierigkeiten sind wir dann jetzt auch hier live und hoffentlich zu hören und zu sehen. Ja, wir spielen wie gesagt dieses tolle Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut erkennen kann hier. Die zweite Edition von Dark Heresy. Und es ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Sonst übertrage ich immer auf YouTube. Heute mal über Twitch, weil mir das besser gefällt. Mit mir dabei heute Leopardin202 als Thilea, eine Assassinin. Und der La Leshrac Dark als Lazarus, ein militärischer Gefolgsmann, der gerade irgendwie sein Bild lädt. Ah, da ist er wieder. Hallo. Und der Mischka als Darwinus vom guten Maschinenkult vom Mars. Und der Gierfalken als Maximilian, ein Psioniker. Und ja, was die vier schon erlebt haben, das könnt ihr euch auf meinem YouTube-Kanal angucken. Ist unten drunter verlinkt, könnt da hingucken. Und dieser Stream wird auch später nach YouTube portiert, wenn es denn klappen sollte. Wenn ihr mehr wissen wollt über Online-Stream, Pen-and-Paper-Rollenspiele, dann guckt doch mal auf den Nerdpol, www.nerdpolforum.de. Auch dazu gibt es einen Link unten drunter. Und jetzt übergebe ich das Wort an meine Spieler, denn die dürfen mal zusammenfassen, was beim letzten Mal denn so passiert ist. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir gespielt haben. Und deswegen wird es schwierig genug, dass einer das hinkriegt mit dem Beschreiben. Deswegen machen wir das heute gemeinschaftlich. Wer startet denn? Wer hat sich denn was notiert? Ich könnte anfangen, wenn ihr wünscht. Ja, dann los. Unsere Einsatzgruppe, geführt von dem Psioniker Maximilian, drang in ein Anwesen ein, bei dem wir eine Zielperson vermuteten oder unsere Zielperson war. Dort hörten wir Schreie aus dem Arbeitszimmer. Einer offensichtlichen Gefahr bewusst öffneten wir die Tür einen Spalt. Ich fuhr meinen optischen Mechandriden aus, um zu sehen, was dort los ist. Und ich sah die Zielperson in Qualen sich durch den Raum winden. Wir brachen die Tür oder schmissen die Tür auf und konnten noch verfolgen, wie diese Person sich quasi das Gesicht von dem Gesicht riss, die Augen auskratzte. Auslöser dafür war ein schwarzer Orb, von der höheren Macht, genannt Spielleiter, als schwarzes Auge beschrieben. Ja, ich versuchte, den Verletzten zu versorgen. Das gelang mir nicht besonders gut. Ich war der Meinung, nur Mullbinde um den Kopf reicht. Thilea versuchte, dieses was auch immer Objekt mit ihrem Schwert oder Nahkampfwaffe zu zerstören, was auch nicht glückte. Unser psionischer Gruppenführer, der Maximilian, fand heraus, dass es sich um ein Warp-Phänomen handelt, das dort sich ausübt durch dieses Gerät. Wir verstauten es dann in eine Kiste, bis ein Artefakt-Squad eintritt, das sich darum kümmern kann. Durch meine Berührung mit dem Objekt erhielt ich eine Vision. Ich befand mich in der Wüste im Sand, sah riesige Knochen von, ja, in unserer Sprache würde man Dinosaurier, ähnlichen riesigen Tieren sagen. Ich sah in der Entfernung Wesen, die der menschlichen Mythologie Zyklopen ähneln. Und einer dieser Zyklopen hielt eben dieses Artefakt in der Hand, als gerade eine Sternschnuppe den Himmel herunterging, endete die Vision. Und ich fand mich wieder gegenüber von Maximilian, der dachte, ich wäre weggetreten und mir vom Gesicht rumfuchtelte. Danach ist Lazarus los, Ausrüstung von uns besorgen. Also die wir, ja, zu uns bringen. Danach ist er mit Thilea zusammen in den Untergrund abgewandert, um Nachforschungen über eine gewisse Gruppe, genannt die Babyfaces, anzustellen, über die wir Verbindungen in der Bibliothek der Zielperson gefunden hatten. Währenddessen, dass Maximilian weiter in der Bibliothek suchte, habe ich das Sicherheitssystem überholt und habe dort einige Aufzeichnungen gefunden über einen Menschen, der dieses Artefakt bei unserer Zielperson vorbei brachte, und über diese Person habe ich dann die Identität Zach Holt Thane rausgefunden. Ja, genau, dessen Aufzeichnungen über den aber beim Abides gelöscht waren. So, jetzt muss mir einer helfen, wie genau jetzt Thilea zu diesem Lagerhaus kam. Ich bin ihm gefolgt. Ah, ja. Zu Fuß, genau, ich bin ihm gefolgt. Was natürlich deinem Charakter entspricht, dass du das ein bisschen emotionslos erzählt hast, aber dieser Typ, den wir da, jetzt hast du gesagt, die Zielperson, die wir da gefunden haben, die hat die ganze Zeit rumgeschrien wie am Spieß, und als wir versucht haben, die Kugel zu zerstören, hat sie sich selbst die Augen ausgerissen. Ich finde, das ist schon nochmal auch eine Nennung wert. Fand ich schon ziemlich krass. Genau, wir haben die Babyfaces, das hatte ja unser guter Lazarus schon so ein bisschen herausgefunden, dass die in der Kneipe Screaming Wheel auch rumrennen, und wir haben uns, oder beziehungsweise Lazarus hat sich draußen postiert, ich habe drinnen versucht abzuwarten, ob ich jemanden sehe, der wohl dazu gehören kann, und bin dem dann ins Lagerviertel gefolgt zum Three Stakes Rest, was die dann scheinbar als Quartier benutzen, das ein Lagerhaus ist, ein riesiges Lagerhaus. Ich habe gesehen, wie da verschiedene Shuttles angekommen sind, wie Sachen geliefert wurden, wie Leute Pakete da rausgeschleppt haben, wie Leute Sachen dahin gebracht haben, unter anderem auch die Polizei, also die AWTs. Die liefern wohl was an und tauschen da was aus, was für mich aussieht wie eine Waffenkiste. Da waren wir auch noch nicht ganz sicher, ob das jetzt wohl so richtig ist, dass die mit der Gang der Babyfaces irgendwie scheinbar vielleicht doch irgendwie zusammenarbeiten oder das wirklich einfach als Lagerhaus nutzen. Ich habe da aber nichts rausgekriegt weiter. Wir haben halt nur gewusst jetzt von dem Typen, dass er diese Kugel von diesem Sex Holtein oder wie der heißt, gekauft hat, der sich als Schmuggler betätigt. Und mehr wissen wir nicht. Wir haben eine grobe Beschreibung von dem, dass er ein künstliches Auge hat und ein künstliches Ohr und ein vernarbtes Gesicht. Wir wissen, dass ihm das Three Stakes Rest gehört, dass er auch ein eigenes Shuttle hat, was aber gerade unterwegs ist. Und dann werden meine Notizen leider immer kryptischer. Dann steht da, dass wir eine Lieferung bestellen sollen und dass das Shuttle crasht. Und ich befürchte, da fehlen jetzt noch ein paar Infos. Da müsst ihr jetzt nochmal einspringen. Also an dieser Stelle, um an den Sex Holtein ranzukommen, der nun Inhaber, also offizieller Inhaber dieses Three Stakes Rest ist, haben wir nun über den Account von unserer Kontaktperson, nicht Zielperson, die wir in der Villa nun sich selbst aufgebend gefunden haben, haben wir Kontakt mit ihm aufgenommen und ein Treffen vereinbart, unter dem Vorwand, wir hätten dann gerne doch noch ein paar Artefakte. Wo uns gesagt wurde, er wäre gerade mit seinem Shuttle unterwegs, es würde aber demnächst eintreffen, und nachdem uns dann ein Zeitpunkt genannt wurde und ein Ort, habe ich halt als Truppführer meine drei Kameradinnen entsandt, dieses Treffen wahrzunehmen. Auf dem Weg gab es einen Tumult bei den Landeplattformen, die Ursache erschloss sich recht bald, als dann das Shuttle plötzlich nach einer Explosion zu Boden kam. Dort endete leider unsere Spielzeit und wir verweilten Tage und Wochen, bis wir uns jetzt an dieser Stelle wiedersehen. Ja, also eine komplizierte Geschichte mit dem Schmuggeln von Artefakten. Was habt ihr eigentlich mit dem Artefakt jetzt groß gemacht? Das haben wir, glaube ich, gar nicht. Wir hatten einen Schrein gebaut, der sowohl dem Adeptus Mechanicus wie auch dem Imperator seine Schutzsiegel aufweist, haben den vermauert, und damit wir auch, also weder wir noch die Umgebung irgendwie in Einfluss dieser schwarzen Kugel kommt. Also habt ihr in dem Haus von dem Typen quasi eingezimmert. Okay. Gut, gut. Dann weiß ich Bescheid. Ja, also das Shuttle ist abgestürzt. Von der Aussichtsplattform des Shuttlehafens aus konntet ihr den Absturz beobachten. Ist natürlich um einiges los. Jetzt da ziemlich viel Tumult. Weil das so ein Shuttle-Absturz halt auch nicht alle Tage passiert und das Ding halt jetzt mitten in den Hive gekracht ist. So. Und überall Sirenen, Leute laufen rum, schreien. Und ihr mittendrin. Darwinus? Anwesend. Wie hoch ist der geschätzte Schaden an dem Schiff? Gibt es eine Chance, dass es Überlebende gibt? Also, Schadensanalyse läuft. Also das Shuttle ist nicht aus großer Höhe abgestürzt. Es ist halt ganz normal zum Landeanflug angesetzt und ist dann kurz bevor es wirklich auf der Plattform hätte landen können, dann ins Trudeln geraten und halt abgestürzt. Dann direkt auf die angrenzenden... Gibt es denn Risse in der Außenhaut, beziehungsweise sind Maschinen beschädigt, sind Treibstofftanks in der Nähe, also steht jetzt unmittelbare folgende Gefahr? Das mit den Treibstofftanks oder so wirst du jetzt nicht sofort herausfinden können, da müsstest du dich erstmal um die Infrastruktur des ganzen Shuttlehafens jetzt bemühen. Sonst, ob das Risse hat oder so, müsstet ihr nachgucken gehen, also zur Absturzstelle. Ja, auf dem Weg. Konnte man jetzt so von der Plattform aus nicht beobachten. Ja, ich wollte nur eine grobe Schätzungsanalyse erstmal haben. Ich drehe meinen Kopf zur Seite zum Gruppenführer. Instruktionen zur Absturzstelle. Dann auf weitere Instruktionen warten. Ja, dahin. Okay. Thilea? Gebt eine Meldung an Maximilian raus, was bisher passiert ist. Ich halte das Fox-Ding hoch, also das zum Reinsprechen. Wo muss ich da jetzt nochmal drauf drücken? Hier, ne? Der grüne Hörer? Darwinus, erklären Sie es Thilea. Schauen Sie, Herd, dort ist die Ruftaste. Dort können Sie die Person auswählen, die Sie rufen möchten. Sprechen Sie in dieses Mikrofon. Hallo? Was man dazu sagen muss, für die Leute, die zusehen, Thilea kommt aus einer sehr rückständigen Welt und hat eigentlich mit dem fortschrittlichen, also in Anführungsstrichen fortschrittlichen Universum des Warhammer 40k wenig am Hut und weiß deswegen nicht immer genau alles, was mit Technik zu tun hat. Nur als kleine Erklärung für die, die ersten Teile nicht gesehen haben. Ja. Hallo? Ja, wie verlief das Treffen? Die sind abgestürzt. Wie, ihr habt einen gesoffen? Nein, wir haben die nicht getroffen. Wir wollten dahin und der war nicht da, weil der mit seinem Shuttle noch unterwegs war. Sollte aber bald kommen, haben die gesagt. Aber ja, jetzt ihr solltet euch mit denen treffen, wenn sie gelandet sind. Ja, aber das Shuttle ist abgestürzt. Okay. Das ist der aktuelle... Keine Ahnung, das so weit sind wir noch nicht. Das ist der aktuelle Stand. Lazarus guckt, dass ihr die Zielperson lebt, da rauskriegt. Notfalls haltet ihn am Leben. Ich bin unterwegs. Okay. Wie mache ich das jetzt wieder aus? Darwinus. Dort ist der Ausschalter. Danke. Okay, der Chef sagt, wir sollen da hin und gucken, ob wir Überlebende finden und versuchen, die zu retten. Und er kommt da auch hin. Hat er Überlebende gesagt oder die Person, mit der wir uns treffen wollen? Ja, hauptsächlich der. Okay, alles andere ist egal, gut. Sagst du. Ja gut, hat er nicht so genau gesagt. Er sagte die Zielperson. Dann meint er wohl nur den. Sehr gut, haltet die Augen offen. Ja, dann geradewegs dahin. Passiert noch was in der Umgebung? Sammeln sich diese komischen Sicherheitskräfte? Müssen wir die niedermähen? Ihr hattet euch ja... Zutritt zum Shuttlehafen auch dadurch verschafft, dass ihr euch geoutet hattet, wenn ich mich recht erinnere. Also, hattet ihr euch wann habe ich das hier getan? Ich bin der Einzige, der es nicht einmal gemacht hat. Ich meine, ihr hättet euch als inquisitoriale Truppen auch Zugang verschafft zu gewissen Zonen. Alle bis auf unser Soldat. Ja, ich habe den Befehl ausgeführt. Es hieß undercover. Ich blieb undercover. Okay. Thilea war leicht bekleidet und als das kam und hatte wahrscheinlich noch nicht ihre Sturmhaube auf. Also keine Ahnung, ob sie die wiedererkennen. Aber Darwinus und ich sind offiziell da, ja. Ja, dann wird zumindest, werdet ihr ja kurz noch von Sicherheitskräften halt gebremst, als ihr dann raus wollt auf das Shuttlefeld. Und die ganzen Shuttles halt normalerweise landen, wo das Ding halt abgestürzt ist auch. Ja, zumindest den Darwinus erkennt man dann halt wieder. Und ja, wie möchtest du jetzt, kannst jetzt dafür sorgen, dass deine beiden Kumpanen, die nicht sofort erkannt werden, durchgelassen werden, oder? Willst du einfach durchgehen und die ihrem Schicksal überlassen? Nee, auf keinen Fall. Da werden wir aufgehalten von Sicherheitsleuten. Ja, sicher, klar. Ja. Räumt den Weg frei im Namen des Omnissiah. Wir können euch nicht alle... Nein, hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Wir kümmern uns darum. Inquisitoriales Kommando. Ich sage es nicht noch einmal. Mensch... Oh, er guckt so auf so ein Datapad. Oh, oh ja, und die beiden? Auch. Verschlusssache. Okay, ja, winkt euch. Sind Sie fertig mit der Zeitverschwendung? Winkt euch dann durch. Ja. Gut. Ja, könnt ihr das Shuttlefeld betreten, Ja, also während wir auf dem Weg zum Shuttlefeld sind, denke ich mir nur selber, sag ich meinetwegen so etwas leise, in der imperialen Armee wäre schon zweimal erschossen worden. Ja, ist er aber Gott sei Dank nicht, ne? Ja, und ja, das Shuttlefeld ist halt relativ groß, mehrere Shuttles können hier landen und das Shuttle sollte eigentlich auf einem Landeplatz relativ weit außen des Landefelds niedergehen. So eine Hive City hat ja so eine Form von so einer großen Pyramide und der Shuttlehafen ist halt an der Seite außen und ja, selbst da außen am Rand ist das Ding halt, sollte das Ding landen, ist dann halt jetzt quasi gegen den Shuttlehafen geprallt dann, weil es abgestürzt ist und hängt jetzt so halb in der Hive City in der Seite. Halt in der Seite des Shuttlehafens. Und die hochschlagenden Flammen könnt ihr noch auf jeden Fall erkennen. Von der Absturzstelle. Es sind auch schon so Löschfahrzeuge unterwegs dahin. Ganz schlecht. Ja, zum Shuttle. Ja, also auf dem Weg zum Shuttle, ja. Aber als ich Löschfahrzeuge sehe, dachte ich mir nur, also ganz schlecht. Richtig. Die sind natürlich auch viel schneller als ihr, die Löschfahrzeuge, dafür sind es Fahrzeuge. Und ja, während ihr über das Feld hastet, könnt ihr dann sehen, wie dann der erste Wasserregen niedergeht auf die Absturzstelle, die Flammen etwas eingedämmt werden. Und ihr erreicht das Shuttle dann, als die Löscharbeiten schon so weit fortgeschritten sind, dass man sich schon dem Ding eigentlich schon nähern könnte. Zumindest die Flammen schlagen jetzt nicht mehr so hoch, wie sie am Anfang sind. Sind schon Menschen aus dem Shuttle rausgekommen in der Zwischenzeit? Von so weit weg konntet ihr das nicht sehen, aber es ist zumindest auch keiner reingegangen oder so. Also sie haben nur direkt angefangen, die Flammen zu löschen. Und von außen sind so ein paar, das kannst du auf jeden Fall sehen, so ein Drohnen gestartet, die gescannt haben, ob die Infrastruktur, ob man da überhaupt stehen kann jetzt, wo das Ding reingekracht ist. Ne? Okay. Darwinus? Ja? Befragen Sie die Rettungs- und Löschmannschaften, ob Sie irgendwelche Personen gesehen haben, die rausgekommen sind. Jawohl. Thilea, ihr begleitet mich. Sicherheitshalber solltet ihr die Waffe ziehen. Bist du der Chef, okay? Ja, dann würde ich zu dem Löschfahrzeug gehen, das als erstes da angetroffen war, dass ihr uns erst gesehen habt, sagen wir es mal so. Ich vermerke mir eine geistige Notiz. Ja, und dann rein. Auch mit gezogenen Pistolen. Okay. Ja, gut. Als Erklärung kurz für die Zuschauer, falls ihr so ein komisches Brummen hört, so wie jetzt. Das ist mein bionischer Arm. Ja. Ich versuche mich dem Omnissiah anzunähern. Ja. Das wird alle Viertelstunde mal passieren. Hoffentlich bald nur noch alle halbe Stunde, wenn es auf Nachtbetrieb umstellt. Lasst euch davon nicht irritieren. Gut. Ab zum zu den Löscharbeiten. Die scheinen schon informiert worden zu sein, dass ihr unterwegs seid. Zumindest da hat der Abitis dann irgendwie ganze Arbeit geleistet. Und ja, kaum seid ihr eingetroffen, wolltet ihr euch ja mit der Mannschaft unterhalten. Da, einer tritt euch sofort entgegen und seid ihr die Akolyten? Inquisition, wo ist der Gruppenführer? Das bin ich. Hat jemand das Shuttle verlassen seit ihrem Eintreffen? Nein. Das Shuttle ist noch geschlossen, aber es ist ein großer Riss in der Seite. Wir werden dies untersuchen. Sollte eine Person das Shuttle verlassen, bitte sofort festnehmen und auf unser Eintreffen warten. Wir sind nicht ausgebildet, um Leute festzunehmen. Wir sind Feuerwehrleute. Ich schaue mich um, ob ein Abitis in der Nähe ist. Nee. Dann erinnere ich Sie hiermit zum Abitis ehrenhalber. Okay, okay. Ja. Gut. Mach mich dann hinterher. Also das Shuttle ist wirklich halt so gegen die Seite der Landefläche geprallt. Hängt jetzt da so halb auf der Landefläche, halb runter. Es schwankt so ein bisschen und es ist wirklich so ein riesen Cut in dem Shuttle drin. Man sieht, dass ein Teil der Fracht halt rausgefallen ist und halt auf eine Plattform, die weiter unterhalb der Landeplattform ist, draufgefallen ist. Und es fällt auch noch kontinuierlich, Dankeschön, weiter Kisten fallen halt raus und klatschen. Steht dann die Gefahr, dass das abstürzt? Also es sieht ziemlich wackelig aus, ja. Also liegt das irgendwo so auf einer Kippe? Mhm, genau. Ist in dem hinteren Teil, also wenn hier die obere Plattform ist, wo es quasi noch drauf steht, ist da irgendwie sowas wie ein Ladekran oder irgendwas, was man hinten drauf drücken könnte, dass es nicht kippt? Gabelstapler, Bagger. Die müssten jetzt von weit her angekarrt werden. Also jetzt hier in der Nähe steht nichts dergleichen. Das Feuerwehrauto, eine Drehleiter. Ja. Ja, zurück zur Feuerwehr. Okay. Mit jeder Kiste wird's besser. Gut. Weniger Gewicht. Kann ich noch was für dich tun? Ja, das Shuttle schwebt in Gefahr abzustürzen. Es ist kein anderes Hilfswerkzeug da, dieses zu stabilisieren. Fahren Sie Ihre Drehleiter auf und drücken Sie von oben auf das Shuttle. Das Ding ist viel schwerer als unser Wagen. Also das wird nicht funktionieren. Es ist besser als nichts. Na gut. Auf Ihre Verantwortung. Also dein Auftrag wird ausgeführt, um das dann ein bisschen zu stabilisieren. In der Tat sieht man das aber schon, dass das Shuttle um einiges größer ist als das Feuerwehrfahrzeug. Naja, irgendwelche, und, weiß nicht, Verankerungsketten, Spanngurte kann man ja schlecht sagen hier in den Dingen. Also irgendwas, wie man das am Boden halten oder hinten halten könnte, festmachen könnte. Jetzt auf die Schnelle wird das nicht funktionieren. Enterhaken. Enterhaken, nee, gut. Ja. Also es gibt natürlich irgendwo Seil und Haken, aber das ist, einfach ein Shuttle. Ist mir klar. Hm? Ist mir klar. Ja, also wenn ihr schon mal auf einem Flugplatz wart und so die Größe eines kleinen Passagierflugzeugs hat das Ding. Ne? Ja, dann machst du nicht viel mit so einem kleinen Feuerwehrauto und ein paar Seilen. Ja, dann zurück zum Lazarus. Ja. Ja. Ja, sehe ich irgendwo Leute? Wahrscheinlich nirgendwo. Ja, das sind hier andauernd überall Leute, die das Feuer löschen halt, ne? Also, beziehungsweise... Ich meinte in dem Shuttle. In dem Shuttle, dadurch den Riss kann man bis jetzt nichts sehen. Also, da fällt halt hin und wieder so eine Box raus und prallt dann unten, eine Ebene weiter unten, auf den Boden auf und, ja, manche gehen kaputt, manche nicht. Ist das groß genug, dass da ein Mensch durch könnte oder nur für die Kisten? Die Kisten sind größer als Menschen, also ja. Oh ja, okay, dann. Thilea begutachtet das Loch, ob da jemand durchgefallen sein könnte. Ach so, tue ich das, ja? Das war ein Befehl, glaube ich. Ja. Maximilian hat mich mit euch losgeschickt. Ja, 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 alles klar. Ich halte ja, und was kann nah ich des da jetzt mehr dran? Wenn das kippt, dass ich schnell rausspringen könnte. Ja, cool. Was halte ich da, was sehe ich da jetzt mehr dran als er? Und das weiß auch kein Mensch, ne? Also, du musst halt gucken, dass ihr da reinkommt oder so, ne? Ja, dann versuche ich da mal reinzuklettern. Wie heiß ist denn das? Kann ich irgendwo Schutzkleidung kriegen? Die Feuerwehr dafür kann dir garantiert Schutzkleidung geben, ja. Aber es ist, das Feuer ist so sehr weit schon gelöscht, also... So, naja gut. Dann versuchen wir das mal so. Muss ich jetzt irgendwie würfeln auf irgendwas? Ich habe jetzt gerade deinen Charakterbogen nicht offen. Ich guck mal eben, ob ich ihn mal öffnen kann. Könntest du da auf jeden Fall mal einen Agilitätstest machen. Mit plus 20. Das ist eine 16 und ich habe 31 als Wert. Das sieht gut aus, ne? Ja. Also hättest du auf die 51 sogar würfeln müssen, das heißt, sehr, sehr, sehr gut sieht es aus. Ja. Und ja, schaffst du dich da hochzuschwingen, elegant wie eine Gazelle. Wuchtest du dich durch die Öffnung und kannst jetzt innerhalb des Shuttles sehen, dass gar nicht so viel Ladung hier wohl drin gewesen ist. Guckst jetzt auch direkt nach unten, siehst so 4, 5 Kisten, die unten irgendwie aufgeschlagen sind, eine davon etwas größer. Und ja, es sind Leichen auf jeden Fall zu sehen hier. Okay, ich gehe mal näher ran und guck mir die Leichen genauer an. Ja. Das Auffällige an denen ist, dass die in Blau gekleidet sind alle. Okay, wie viele sind das denn? Alle eine Glatze, alle in blaue Kutten gewandt. 4 Stück. Einer ist von so einer Kiste erdrückt worden in der Wand, 2 liegen am Boden und einer hat sich in so einer Kette verhakt und ist dadurch erdrosselt worden. Haben die irgendwelche Abzeichen oder so an dieser blauen Kutte? Oder erkenne ich die, ja wahrscheinlich nicht, die blaue Kutte irgendwoher als Zugehörigkeitszeichen? Du, Mensch, guck mal auf deinen Bogen. Ich glaube, du wirst da nicht so. Ich befürchte das auch, ja. Okay, kann ich, ich habe ja eine Beschreibung von diesem Sex Holtein, ne? Der hat ja künstliches Auge, künstliches Ohr und vernarbtes Gesicht. Ich versuche die mal so weit, oder wie, sind die verbrannt? Nee. Nö, die sind nicht verbrannt. Die kann man noch. Nee, dann untersuche ich die Leiche mal, ob ich irgendwie ausmachen kann, ob der da... Also einer sieht keiner nach diesem Holtein aus, nee. Okay. Und wie weit kann ich den Raum denn überblicken? Ist das schon alles, was ich da sehen kann? Ist das der komplette Raum oder kann ich noch irgendwie... Und dann gibt es halt dann da noch ein paar so Gates, die halt zu sind. Okay, ein Cockpit wahrscheinlich auch, ne? Wenn ich... Ja, müsstest du halt durch das Shuttle durch, ja. Ja. Gut. Dann einmal quer durch das Shuttle durch. Kannst zwischendurch die Sicherheitsshots auch öffnen. Ich funk's ja an, sie hat bisher noch keine Meldung gemacht. Ja, dann funk's mal. Thilea, schon was entdeckt? Ich guck noch. Nerv nicht. Zweite geistige Notiz. Okay. Also teils mit Gewalt, teils lassen sich die Shots so öffnen. Zwischendurch siehst du noch ein paar Passagiere, die dann in so einem Passagierteil halt auch wohl draufgegangen sind, durch den Aufprall quer durch die Kabine geschleudert worden sind. Meistens mit dem Kopf aufgeschlagen oder so. Den Holtein entdeckst du nicht dabei. Mhm. Und irgendwann entdeckst du auch das Cockpit. Ja, beide Piloten sind tot. Auch die werden wohl den Absturz, die Wucht des Aufschlags nicht überlebt haben. So sieht ja zumindest danach aus. Also keiner hat jetzt irgendwie eine Schusswunde oder eine Stichwunde oder sowas. Ja. Okay, und es gibt aber jetzt keine Möglichkeit mehr, wo der noch irgendwo sein können. Ich habe in alle Nebenräume reingeguckt, ich bin im Cockpit gewesen, ich habe den Lagerraum abgesucht. Ja. Sex Holtein ist nicht zu finden. Dann gucke ich mir die Ladung noch mal ein bisschen genauer an. Was die, also was da noch ist. Du sagtest ja, da wären noch Kisten offen. Ja, da sind teilweise halt Kisten an der Seite festgezurrt, deswegen sind die auch nicht draußen. Und, du siehst auf jeden Fall, dass in der Mitte wohl irgendwas Größeres gewesen sein muss, was auch mit Ketten befestigt war, an der Decke und am Boden, aber die Ketten sind zersprengt. Und die hat der Aufprall wohl nicht irgendwie erlebt. Und dann sind da halt noch 4 weitere Kisten drin. Steht da irgendwas drauf? Ja, irgendwelche Lieferbezeichnungen. Aber jetzt nicht irgendwie, hier sind Waffen drin oder so. Das steht da jetzt. Ach, schade, schade. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich überhaupt lesen kann. Dieses Ding auch. Da ist es wohl schon dran gescheitert. Nee, ich glaube, du kannst nicht lesen. Nee, ich befürchte auch. Nee, steht hier jedenfalls nicht. Na, ich kann nicht lesen. Okay. Ich glaube, der Einzige, der lesen konnte, war Maximilian, ne? Mhm. Nicht mal Darwinus konnte lesen. Nein, aber er spricht mit den Geistern, die ihm das mitteilen. Ja, das ist richtig. Ja, dann kletter ich wieder raus. Da kann ich jetzt ja doch nichts machen. Und die Leichen bergen und was, das ist die Aufgabe von anderen Leuten. Die ganze Zeit ist es halt alles ein bisschen schummerig da, weil das Wrack sich halt ein bisschen immer noch bewegt und so. Aber du bist ja ziemlich agil und kannst das ausgleichen. Aber du fühlst dich hier nicht besonders wohl, weil das Ding halt immer noch auf der Kippe steht. Ja, das sagt ja, ich gehe wieder raus. Ja, das wird so eine halbe Stunde gedauert haben, wie Thilea sich da drin umgesehen hat. Und tritt dann wieder aus dem Shuttle heraus, durch den zerrissene Außenwand. Und springt wieder auf die Landeplattform. Ja, dann gehe ich auf meine beiden Kollegen zu und berichte, was ich gesehen habe. Und dass eben 6:10 Uhr nicht dabei war. Und auch keine Anzeichen dafür sind, wo der geblieben sein kann. Ob der irgendwie durch den Riss gerissen wurde, ob der gar nicht auf der Rücktour, wo die Ladung aufgenommen haben, mit drauf war. Jedenfalls sind alle, die auf dem Schiff waren, tot, aber keiner, der auf die Beschreibung von dem Holstein passt. Warte. Alle sind tot. Kein einziger Lebender. Richtig, sagte ich ja gerade. Darwinus, wie hoch ist dafür die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich jeder Einzelne in einem Shuttle stirbt? Bei so einem Unfall. Kann passieren. Mal einen Logikwurf machen. Ja. Ja, aber sowas von. 3 Erfolgsgrade. So, du schätzt die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß ein, dass das schon sein kann, weil das schon ein ziemlich harter Aufprall war. Je nachdem, wie die gesichert waren da drin. Wahrscheinliche kinetische Energie über 5000 Kilopond, Überlebenswahrscheinlichkeit 3,245%. Gering. Das ist nicht viel. Okay. Aber die Zielperson ist nicht da. Oh, fuck! Maximilian wird mir den Kopf abreißen. Könnte sein, ja. Habe ich ja auch die ganze halbe Stunde gebraucht, hier mit Feuerwehr vor und zurück. Das heißt, ich bin mit Thilea gleichzeitig angetroffen. Ja, bist auch dabei. Ja, dann würde ich mal bis zum Schritt zu der Kante gehen, wo das Ding gibbelt und mit dem optischen Mechanriden mal drüber gucken, ob sich da jemand abseilt oder halt jemand anders versucht, aus dem Geschehnis zu entfliehen. Ja, das Einzige, was du mit den Mechandriden halt sehen kannst, ist die Plattform unter euch, wo halt die Ladung halt unten zerplatzt ist. Und da ist halt mehrere Kisten, die da unten sind, eine etwas größere. Ist da Blut? Dann müsstet ihr jetzt runterklettern. Also. Ja, hätte sein können, das hat mich mit Mechandriden sieht. So weit oben, also ist schon sehr, sehr weit nach unten geht es da. Warte, ich habe ein Fernglas! Ja, dann gucken wir ein Fernglas. Ja, ich gucke dann mit dem Fernglas nach, ob ich das da irgendwie erkenne, ob da irgendwo Blut ist, weil vielleicht ist er runtergefallen, ein paar der Kisten auf ihn rauf, platsch, das sieht man. Das könnte man sehen, auf jeden Fall mit einem Fernglas wirst du das dann sehen können. Du guckst dir zuerst welche Kisten an? Also die runtergefallen sind. Ob da vielleicht eine Blutlache ist. Eine große und mehrere kleine. Oh, Blut allgemein. Allgemein Blut. Ich benutze mal meinen Gesichtswürfel. Du entdeckst Blut. Also eine Spuren von Blut, die sich aus dem größeren Kiste herausziehen. Also erstmal ist die große Kiste zerbrochen. Und dann kannst du sehen, dass dann in der Kiste eine kleine Blutspur ist. Und dann sich so weit von der Kiste wegzieht, gegen den Rand von der Plattform. Und dann halt am Rand der Plattform aufhört, klar. Okay, zu der Kiste. Staffelführer Lazarus. Was gefällt mir? Ja? Soll ich prüfen, ob Zach Holt Thane überhaupt an Bord war? Gute Idee. Ja, mach das. Dann würde ich mal in den Schlitz auch reingehen, die nächste Datenbuchse suchen und mal das Schiffslog schauen, ob es eine Passagierliste gibt. Ja, gibt es, aber keins Holt Thane auf der Passagierliste. Gibt es Verzeichnisse über diese Männer in Blau? Wenn die mir nichts sagen, weil das finde ich seltsam. Ja, es gibt halt mehrere Namen, aber was die jetzt genau für so einen Beruf sind oder so, das wird dann nicht... Du siehst, kannst halt die Pilotennamen kannst du sehen. Ladung ist auch bezeichnet, aber das wirst du jetzt länger brauchen dazu, das zu entschlüsseln und was da genau drin ist. Weil ich damit jetzt auch nicht so gut auskennst. Das wird ein bisschen dauern. Wenn er dafür schon so lange brauchen würde, lasse ich meine Idee lieber mal. Sonst hätte ich ihm gesagt, dass wir das Gewicht ausrechnen sollen von allem, was da eingetragen ist und mal gucken, ob da vielleicht das Gewicht eines zusätzlichen Menschen mit bei wäre, der nicht in der Liste ist. Ich möchte was du auf jeden Fall rauskriegen kannst, auch wenn du jetzt, du hast ja glaube ich schon in den Terminals des Flughafens auch schon gestöbert gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, ist, dass das relativ ungewöhnlich ist, dass die Ladung so verkryptisiert ist. Merke ich mir. Ja, dann würde ich raustreten und ja, wenn die Gruppe noch da steht, hintreten, ansonsten den Weg runter suchen, weil ich dann annehme, dass sie runter sind, wie... Ja, ich war doch schon, hatte ich ja schon gedacht, ich bin ja schon auf dem Weg nach unten. Genau, dann würde ich dahin folgen. Ja. Gut, was macht Thilea? Wenn ich bei der Kiste bin, guck... Ja, das Ding ist ja, dass Maximilian gesagt hatte, er wollte hierher kommen, wenn wir jetzt alle dann nicht mehr da sind, weil sie nicht, aber eigentlich würde ich auch gern wissen, was da unten ist. Ich würfel mal kurz aus, wie lange der Maximilian überhaupt braucht. Na, er braucht noch ein bisschen. Er braucht noch ein bisschen, dann gehe ich mit nach unten. Außerdem... Er weiß jetzt ja nicht, dass er noch ein bisschen braucht. Nö. Kannst du trotzdem gehen. Aber ich habe mir ja gerade erklären lassen, wie dieses Fox Relay funktioniert. Ich kann ja jetzt telefonieren. Ja. Das wäre ja auch eine Option. Willst du das denn auch tun? Ja, ich mache das auch. Ich sage dem Bescheid, dass wir, was wir rausgefunden haben, erstatte Bericht und dass wir jetzt nach unten gehen, um weiter zu gucken bei der Ladung, die da runtergefallen ist. Okay, erklär mir mal, was du alles erzählst. Erzähl mir mal bitte. Ja, also wir sind hier jetzt bei dem Shuttle gewesen, ne? Und dieser Holstein-Typ, der war da nicht drin. Ich bin da reingeklettert und wir haben da, also die waren alle tot da drin und da waren noch ein paar mit so blauen Mäntelchen und... Auch die Bilder? Wie? Bilder. Soll ich das malen oder was? Nein, aufnehmen. Ich glaube, mein Kopf wird nicht. Das denn? Du nimmst einen Pick da und machst einen Pick. Pick. Okay. Passt. Weiter, erzähl weiter. Ja, und die Ladung. Ja, ich bin rein und ich habe mich da umgeguckt. Ich habe in alle Seitenräume reingeguckt. Die Passagiere waren auch alle tot im Cockpit. Die Piloten waren beide tot. Keiner von den Toten passt auf die Beschreibung von Holt Thane. An der Ladung kann ich auch jetzt weiter nichts erkennen, abgesehen davon, dass das Shuttle da ziemlich wackelig rumsteht und ich da jetzt auch nicht so ewig lange draufbleiben wollte, weil die Ladung da rausfällt und das ganze Shuttle droht abzustürzen, bin ich dann wieder raus. Und wir wollten jetzt eine Ebene tiefer gehen, dahin, wo die Ladung runterfällt, weil die anderen haben da irgendwie Blut gesehen an so einer Kiste. Mit einem, so wo man so mit in die Ferne gucken kann, sowas Komisches. Mhm. Okay. Wo sind die anderen beiden und was machen die gerade? Die gehen schon runter. Und wenn ich jetzt nicht gleich schnell hinterher bin, habe ich die verloren. Okay, richte Darwinus bitte aus, er möge den Flugschreiber sichern. Lazarus wird wahrscheinlich, wenn er schon auf dem Weg nach unten ist, er soll sich definitiv irgendwas mitnehmen, womit er das Blut einsammeln kann, nicht, dass es sich weiter streut. So, gab es irgendwelche besonderen Merkmale an der Fracht? Holzkisten? Keine Ahnung. Was Holz? Soll man da dran denn? Holz? Wo findet man hier Holz? Eher Stahlkisten. Ja. Okay, Stahlkisten. Was soll man da dran denn sehen können? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Art der Lagerung. Wo waren die Männer in Blau? Im Frachtraum. Und die waren teilweise von Kästen eingequetscht. Einer hatte sich in so einer Kiste verfangen, in so einer Kette verfangen. Und das Schiff war im Landeanflug. Ja. Und warum waren die nicht irgendwo festgeschnallt? Das heißt, die haben da irgendwas gemacht. Ich konnte ja nur nicht fragen, was soll ich tun? Irgendwas, wie man etwas nicht normal lagert. Nee. Ein paar Kisten waren festgebunden und ein paar nicht. Anscheinend. Wieso waren einige nicht festgebunden? Ja, weil die alle rausgefallen sind. Und die, die festgebunden waren, die waren da noch. Okay, und was war das für eine Kette, an dem der eine sich erwürgt hat? Die ist gerissen, glaube ich. Vielleicht ist es doch rausgefallen. Ich habe keine Ahnung. Gerissen? Geschnitten? Durch eine Detonation? Die war kaputt. Ich weiß es nicht. Woran sehe ich das denn? Naja, ob der Riss sauber zum Beispiel ist, ob das ausgefranst ist. Woran war die Kette befestigt? An der Wand. Das, wie die kaputt gerissen war. Also von Wand zu Wand war die Kette. Ja. Okay. Das heißt, an der einen Seite muss dann irgendwo eventuell ein Stück Wand mit drin sein. Okay, wenn es in der Mitte reißt, vielleicht nicht. So, und irgendwas Besonderes aus der, wo kommt das Blut her? Das versuchen wir jetzt herauszukriegen. Also, ansonsten konnten wir da nichts sehen, nur irgendwie in der Kiste war was drin. Okay. Ich und laut hier Logbuch-Dingsi, da schreibt man wohl drauf, wer mitfliegt, und da stand der Holstein noch nicht mit drauf. Obwohl das sein eigenes Schiff ist. Ja. Das heißt, er muss eventuell dort geblieben sein oder das Blut stammt von ihm. Sieh zu, dass dass keiner an die Ladung geht, dass das Blut möglichst nicht irgendwie weiter tropft, falls das wenn er schon mal mit Artefakten gehandelt hat, könnte es auch hier wieder irgendwas sein, was sich nicht dafür eignet, auf diesen Planeten zu kommen. Also fangt das Blut auf. Okay. Ich bin gleich da. Geistige Notiz an mich selbst, ich brauche einen Shuttle. Also ich brauche irgendwas, was schweben kann. Kein Problem, ich gehe den anderen nach. Mhm. Und versuche die Aufträge weiterzugeben. Haltet mich auf dem Laufenden. Ja, das kann ich. Nun gut, dann wirst du jetzt da auch irgendwie runterklettern, könnt euch von den Feuerwehrleuten irgendwie Seile und Gurte oder so zum Abseilen geben lassen. Das ist schon ziemlich weit unten, wie habe ich ja eben schon gesagt. So ein ganzes, wenn nicht 2 oder 3 Level sogar von der Hive City, was schon ziemlich viel ist. Schon Richtung Unterstadt eher, schon Richtung geht. Und kommt dann irgendwie aber dann doch an und seht halt jetzt das erste Mal die Kiste vom Nahen Und Lazarus hatte sich ja mit seinem Fernglas eher darauf konzentriert, ob er irgendwelche Blutspuren sieht oder so. Vielleicht wollte er jetzt, wo ihr näher dran seid, irgendwas anderes noch machen. Ja. Ist sie von innen aufgebrochen? Die ist aufgebrochen, wahrscheinlich irgendwie vom Sturz oder so. Das Aber es sieht nicht so aus, als ob von innen irgendwas rausgekommen wäre. Ja, zumindest ist das Ding offen. Und die Blutspur, die innen war, zieht sich jetzt von der Kiste zur Kante von dieser Plattform und hört da auf. Ja, dann gucke ich in die Kiste rein, wenn sie aufgebrochen ist. Ja. Die ist von innen ziemlich rot. Und also nichts mehr drin, keine Boltpistolen. Keine Boltpistolen drin, nein. Und warst du ziemlich resistent gegen so Sinneseindrücke? Ich glaube, ich weiß, worauf hinaus willst und nein. Weil ich das aber der Erklärung falsch verstanden habe, sonst hätte ich sie. Ja, dann siehst du da rein, das Innere der Kiste sieht eher aus wie so das Innere von einem Lebewesen, also ziemlich widerlich, gedärmisch, glibberig, pulsierend, rot und sieht ziemlich widerlich aus und könntest mal einen Test machen. Auf was würfelt man denn da nochmal? Willenskraft. Genau, auf die Willenskraft. 100, oder? Mhm. Mhm. Plus 20. Oh, danke. Ja. Ah, 25. Wie viel habe ich eigentlich? Ich glaube, mit plus 20 ja, solltest du das geschafft haben. Ja, und komm, Lazarus, Willenskraft, Willpower. 35, ja, klar. 35 habe ich nochmal. Ja, also ist kein Thema für dich. Du findest das schon ziemlich widerlich hier, aber. Das ist auch widerlich! Das ist auch widerlich, ja. Also irgendwas. Entweder ist die Kiste ein Lebewesen, also von außen ist es eine Metallkiste, wobei du jetzt, wo du näher dran stehst, halt auch merkwürdige Runen da drauf sehen kannst, die über die ganze Kiste verteilt sind. Du siehst die 4 Halteketten noch, die zerrissen sind an den Ecken von der Kiste. Also insgesamt sind es 8. Also oben 4 und 4. Ich mache den Flammenwerfer bereit und drück ab. Und, ja. Für mich sieht das aus wie Chaos. Chaos muss ohne Worte vernichtet werden. Ich mache den Flammenwerfer an und siehst in der Tat aber auch einige imperiale Zeichen. Also auf jeden Fall, ja, das Chaos versucht ständig Leute zu täuschen, sonst gibt's keine Ketzer. Weg damit. Gut. Machst den Flammenwerfer bereit, okay. Was machen die anderen beiden? Auch ihr seid beide ja resistent gegen solche Eindrücke. Und da müsst ihr jetzt dann nicht. Nein, Darwinus nicht. Darwinus nicht? Doch, ich meine schon. Moment, eben mal kurz. Darwinus ist. Er hat eine erhöhte Resistenz dagegen. Gegen Angst, ja, aber. Ach, nur gegen Angst. Okay, dann musst du aufpassen. Ja. Oh nein. Oh nein. 3 Misserfolgsgrade. Willpower, okay. 38 mit plus 20 wär's bei 58, ne? Okay. Plus 10. Ja, ich hab 48 mit dem 4-Bonus. Mhm. Und ich habe eine 69 gewürfelt. 48 und ich habe eine 69 gewürfelt. Ja, dann hast du aber, du kriegst ja die plus 20 noch, das heißt, du hast bestanden. War ganz knapp. Oh, ja, stimmt. Eigentlich, wenn er 69 würfelt und 48 hat, plus 20 sind bei mir 68. Achso, ja, dann hast du ganz knapp nicht bestanden, okay. Ja, ja. Okay, aber dann nicht mit 2 Graden versaut deswegen. Ja, ja. Ja, dann wirst du dich angeekelt abwenden und die anderen Sachen auch erstmal gar nicht beachten, die an der ganzen Kiste da irgendwie dran sind und dran tappen, sondern einfach so gebannt auf dieses innere, widerliche, der Sinneseindruck, der sich so in deinen Kopf einbrennt. Und der so deine ganze Aufmerksamkeit irgendwie jetzt gerade irgendwie so in den Bann zieht erstmal. Die ersten Wahnsinnspunkte. Ja. Es rattert so in meinem Hirn Organik, widerlich, viele ästhetischer wären Maschinen. Genau, richtig. Ja, und Thilea hat sowas sowieso noch nie gesehen, also von außen Stahl, von innen organisch. Das ist ziemlich eigenartig. Ja, aber ich versuche ihn trotzdem davon abzuhalten. Das ist kein Soundeffekt, der zum Spiel gehört. Ich versuche ihn trotzdem davon abzuhalten, dass er seinen Flammenwerfer darauf richtet. Nein! Der hat doch gesagt, wir sollen das so als Pröbchen zumachen, dass man das untersuchen kann, aber das sich nicht weiter verbreiten kann. Übernimmst du die Verantwortung, wenn das ein chaosverseuchtes Artefakt ist und diesen gesamten Planeten dem Erdboden gleich macht, sodass ein Exterminatus durchgeführt werden muss und dieser gesamte Planet platt gemacht werden muss, übernimmst du dafür jede Kleinigkeit die Verantwortung? Wenn der ganze Planet platt gemacht ist, muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Ich mache das platt. Wenn Maximilian das stört, dass ich dieses Chaos-Artefakt wegbrenne, dann macht er mir reißt er mir den Kopf ab, nicht dir. Du hast mich darauf hingewiesen, ich habe es vermerkt, du kannst es Maximilian auch sagen, aber ich werde es trotzdem vernichten. Aber können wir nicht einfach den Deckel wieder drauf machen? Deckel, das ist aufgerissen! Ja, aber da sind doch noch andere, das passt doch vielleicht. Das ist ein Artefakt des Chaos, wieso diskutiere ich noch mit dir? Weil wir Befehle haben und erst mal ein paar Kulturstunden, dann reden wir weiter. Ich brenne das Ding nieder. Ne? Oh, Feuer. Alter, ich würde jetzt gerne auf jedes Wort würfeln, aber. So, geil. Feuer! Verdammt! Wow, war damit gesagt, ich lache. Ich drücke auf mein Fox Relay und sage, ich habe dem gesagt, er soll das nicht kaputt machen. Ich rufe von hinten. Das habe ich gehört! Ja, okay, davon ist nichts mehr übrig. Lazarus, ich deute just for info, wir sind nicht Ordo Hereticus, wir sind nicht Ordo Maleus, wir sind Ordo Xenos. Wir sichern so eine Scheiße, untersuchen sie, damit wir sie besser bekämpfen können. Ich deute auf die Blutspur. Und wo sie lang geht. Ich gucke zu Darwinus. Hast du den Flugschreiber gesichert? Ich habe keinen Auftrag dazu erhalten. Das habe ich dir gesagt. Nein, du hast uns gar nichts mitgeteilt. Ich bin nach unten geklettert und habe gesagt, ich gebe die Befehle weiter. Ich habe das nicht ausgespielt, aber ich habe euch das gesagt, meine lieben Freunde. Also jetzt hier so mal nicht. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Okay. Die Frachtliste war verschlüsselt. Ist von den Ketten noch irgendwas übrig? Was hat er mit den Ketten? Ich weiß. Thilea, meine Frage. Warum sind an einer Kiste an allen 8 Ecken Ketten? Weil die nicht verrutschen soll, die ist ziemlich groß. Die macht vielleicht was mit dem Gleichgewicht. Oben und unten. Das bedeutet, das Ding wird mittig im Raum gelagert. Auf Höhe. War an dieser Kiste noch irgendwas dran, was ich jetzt nicht mehr sehen kann? So Zeichen. Ja. Gut. Okay, solche. Also dann noch mehr von. Oder auch noch andere? Oder nur die? Auch noch andere. Ich versuche das, was ich gesehen habe, versuche ich aufzumalen. Vorsicht! Finger weg. Was? Lass dir gesagt sein, es gibt Zeichen in diesem Universum, die man nicht zeichnen sollte, solange du deine alle Sinne noch bei dir behalten möchtest. Das Anschauen könnte schon gefährlich sein, sie zu zeichnen ist eine Gefahr. Ja, dann weißt du aber gleich nicht, welche Zeichen da drauf waren. Wie soll ich das denn sonst jetzt wem machen? Wem haben wir das zu verdanken? Ich guck Lazarus an. Ich habe nur meine Pflicht dem Imperium gegenüber erfüllt. Du hast Spuren vernichtet. Man könnte dich wegen Ketzerei anzeigen. Weil ich das Chaos bekämpfe. Darwinus, bitte sichere das Blut und schau, wie viel davon schon über den Rand geflossen ist. Zur Information, Flugschreiberdaten gesichert, Ladungsliste war verschlüsselt, Sicherung dauert Zeit und dann gehe ich Richtung Rand. Jo. Ich habe gerade gemerkt, ich glaube bei der letzten Beschreibung von mir habe ich meinen Ton nicht angemacht, Entschuldigung dafür. Ja, du siehst diese Blutspur, versuchst sie halt weiter zu sichern, was da noch da ist oder was weggeflossen ist. Also es sieht weniger so nach Fließen aus, es sieht eher so, jetzt wo du es näher betrachtest, eher nach so einer Spur aus, die jemand hinter sich herzieht, wenn er blutet. Also nicht nach einem Fluss. Schleifspur, ja. Hab schon gedacht. Ja, dann gehe ich mal zu dem Rand und guck mal da drüber wieder mit dem Mechandriden. Ja, da geht es ziemlich weit nach unten. In, keine weitere Plattform vom Shuttlehafen ist zu sehen. Und das geht bestimmt noch 10, 20, 30 Ebenen nach unten. Das irgendwo in der Unterstadt oder so müsste es irgendwo, wenn du das Fernglas irgendwie vom Lazarus ausleihen könntest, könntest du da vielleicht mal was erkennen. Ich gehe auch an den Rand, wollte ich so sagen. Ja, kannst du auch machen. Dann kannst du gerne mit dem Fernglas nach unten gucken, aber es ist einmal die Wolkendecke der Atmosphäre kannst du jetzt hier sehen. Also selbst dadurch müsste es da gefallen sein. Irgendwo in der Unterstadt wird es wahrscheinlich aufgekommen sein. Sind das irgendwelche Halb... Oder gibt es da auch Kratzspuren an den Wänden? Nee. Also da, du sagst, jetzt geht da so runter, ist da vielleicht irgendwie Kratzspuren oder so? Also da ist ein Geländer natürlich, das ist durchbrochen. Und dann... Okay. Ist das aus Metall? Ja. Ist auch ziemlich gerade, sieht ein bisschen wie abgeschnitten aus. Ah, auch noch Klingo, klasse. Gut, dass ich kein Nahkämpfer bin. Ja. Und ist da auch irgendwas vielleicht, keine Ahnung, Stichwunden in den Wänden, so dass es sich vielleicht, keine Ahnung, irgendwo reingestochen hat und sich dann runterzieht, keine Ahnung. Nein. Ah. Ja, ich halte Darwinus mein Fernglas hin. Ja, wie gesagt, wenn ihr runterguckt, seht ihr dann die Wolkendecke die Smogwolke, die über der Unterstadt liegt. Und ein Fallschirm dabei? Negativ. Immer in der Hosentasche natürlich. Hallo? Sind ja wenigstens eines vorbereitet. Aber Maximilian, was dir auf jeden Fall noch auffällt, also du hast ja nicht nur diesen großen Aquila da gesehen, du hast auf jeden Fall noch ein paar andere Zeichen erkannt, die jetzt halt durch die Flammen noch ein bisschen sichtbar sind, noch nicht ganz zerschmolzen sind, wohl psionische Runen. Schutz oder? Die dazu gebraucht werden, um Barrieren zu erschaffen. Richten. Die aber an sich nichts auswirken, es sei denn, sie werden psionisch geladen. Ja, was mich zu den 4 Lademeistern führte, die sich ungesichert während der Landung im Frachtraum befinden. Blaue Uniformen, kuttenartig, die Köpfe ab, damit sie dem Äther näher, die Köpfe abrasiert, damit der Geist dem Äther näher ist. Tja. Wir brauchen hier wohl einen Flugshuttle. Ja, gut, was ist denn ein Shuttle? Das habt ihr schon abgeguckt? Bitte was? Habt ihr schon geguckt, was in den anderen Kisten ist? Negativ. Ja, zack, zack. Das ist eine Aufforderung zur Handlung. Ja. Korrekt. Okay, die Kisten, die hier unten auf der Ebene sind auch wirklich halt alle auch zerbrochen. In der einen Kiste sind merkwürdige, ja, sind das Waffen oder so? Sie sehen eigenartig aus. Sie haben keine Abzüge. Sie haben wohl so einen Griff und auch irgendwie so einen Lauf, aber es sind zum Beispiel keine Abzüge drin. Sehen sehr, sehr merkwürdig. Es ist kein richtiges Stahl. Wenn ihr es anpackt, ein bisschen wie Knochen fühlt es sich an. Also die ganze Kiste ist voll mit diesen Dingern. In der nächsten Kiste sind so kleine CDs drin. Okay, also, Thilea? Ja. Ich gehe davon aus, dass du die Fliehkiste von uns bist. Geh hoch zum Shuttle und sorg dafür, dass keiner dieses Shuttle betritt. Und keiner sich da irgendwas aneignet. Lazarus, du organisierst uns ein Shuttle. Darwinus, wir betreiben Ladungssicherung und warten darauf, bis ein inquisitoriales Shuttle ankommt und wir diese Xenos-Artefakte sichern können. Danach begeben wir uns auf die, sobald alles gesichert ist, begeben wir uns auf die unteren Ebenen und verfolgen diese Scheißvieh. Ich mache Meldung an den Inquisitor. Mhm. Okay. Gut. Mach ein paar Bilder von den Artefakten, von der übrig gebliebenen Kiste. Mhm. Und schickt ihn mit dem schriftlichen Lagebericht an den Inquisitor. Mit der Bitte, diese Artefakte schnellstmöglichst zu sichern. Hast du eigentlich generell so eine psionische Präsenzgespür? Ja. Oder müsstest du dafür anmachen, um das zu haben? Also, bei mir ist es so weit entwickelt, ich brauche nicht mal eine Handlung dafür. Okay. Ja, dann wirst du auf jeden Fall auch in der Nähe von dieser Kiste, ich meine, das wirst du ja jetzt sowieso schon denken können, aber um es jetzt nochmal, wirst du eine starke Präsenz vom Warp auf irgendwie fühlen, der halt auch von dieser Spur, von dieser Blutspur ausgeht, und aber die Kiste ist an sich schon fast Warp-Riss, so von der Intensität. Mhm. Kommt alles in den Bericht. Ja. Und ich erinnere die Notiz an mich selbst. Nicht der Kiste. Zumindest haben wir einen Anhalt, wie wir das Scheißding da unten finden können. Also was auch immer da rausgekrochen ist, sollte es schnell finden. Ja, es ist eine Leuchtfackel im Warp. Yeah! Ein Signal. Also wenn du mit deinem psionischen Gespür auch irgendwie nach unten guckst, kannst du auch in der Tat so einen Leuchtfunken irgendwie tief unten in der Unterstadt noch wahrnehmen, also im Warp. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Kreischen, was du wahrnehmen kannst, das sich durch den Warp zieht. Ja. Tief durchatmen, Schock bewahren, Ruhe bekämpfen, sich an dem mundanen Chaos hier oben ergötzen. Ja. Warten wir darauf, dass das Shuttle kommt und die Sachen einlädt. Ja. Also der Abitis wird dann auf jeden Fall kommen und die Dinger sichern, nach euren Vorgaben. Und ja, wo sollen wir das denn einlagern? Tja, einlagern? Ihr würdet gar nichts einlagern. Ihr würdet hier bewachen, dass da niemand rankommt, bis es gleich abgeholt wird. Gleich? Wann ist denn gleich? Sobald es abgeholt wird. Also du weißt, dass das inquisitoriale Schiff so auf jeden Fall ziemlich weit weg ist. Es wird ein bisschen dauern, bis die kommen. Ja und? Das sind Abitis. Wir sind Inquisitoren. Also inquisitorial. Ist okay, wenn du dem jetzt nur gleich sagst, dann steht er da jetzt herum und denkt sich jetzt ein paar Minuten, okay. Gleich ist relativ. Wir sind hier ein paar Monate hingereist. Also. Ja, eben. Okay. Bitte, das Schiff ist sogar im System. Dann bewachen die das jetzt da ein paar Monate. Okay. Ja. Und dann stellt man euch auch so ein... Das Schiff ist noch im System, oder nicht? Ja. Das aber heißt, trotzdem, so lange wird es dann trotzdem Tage, Wochen. Tage weg, auf jeden Fall. Ja, okay. Ich würde mich nochmal an den Abites wenden und dann nachfragen, ob die Feuerwehrleute oben jemanden festgehalten haben, weil ich denen den Auftrag gegeben habe, Leute festzuhalten, die aus dem Shuttle fliehen wollen. Nein, es ist niemand aus dem Shuttle gekommen, außer dieser Frau. Und direkt euch die selber. Frau. Okay. An dieser Stelle Darwinus. Fertige eine Inventarliste und bewache den wir lassen die Sachen doch transportieren, und zwar in unser neues Hauptquartier. Eine Gesamtinventarliste des Shuttles oder eine Inventarliste der Sachen, die wir hier fanden? Der Shuttles, der Sachen, die hier sind, und alles geht in die Villa oben. Dann du bist für den Transport zuständig, und wir drei anderen gucken gleich, wie wir da runterkommen. Dann gehe ich Verzeihung, wo runter? Ich zeig nach unten. Guckst du über den Rand? In die Unterstadt? Ja. Aber nicht mit dem Shuttle, oder? Da sind keine Landeports. Ich nehme an, ihre Fall. Tja. Haben Sie Seile am Shuttle? An der Ladeluke? Schon. Aber... Na, sehen Sie? Wir können uns abseilen. Ich wüsste sie ja nicht, wo man sie da abseilen sollte. Also... Ich sag Ihnen wo. Okay. Ja, dann besorge ich mal ein kleines Shuttle. Werde ich wenigstens zurückgerufen über Vox, weil er hatte mich ja schon am Anfang losgeschickt, ein Shuttle zu holen. Ja, du wirst zurückgerufen. Du sollst auf jeden Fall nachladen. Wir gehen auf Großwildjagd. Yes! Yes! Okay. Ja, es dauert eine Weile, bis man euch das Ding besorgt hat und auch mit Seilen ausgestattet hat, sodass man euch abseilen kann. Auch halbwegs sicher abseilen kann. Und der Pilot sagt auch noch, also in die Unterstadt abseilen, also das hätte er noch nie gehört und so. Wer will denn da überhaupt hin? Wir. Dann schlägt er so einen Aquila und sagt irgendwie, hoffentlich kommen sie von da auch wieder rauf. Tja, die Hälfte der Leute vom Abites, also die Hälfte der Leute vom Abites möchte ich am liebsten exekutieren. Naja, falsche Karriere, dazu hättest du Kommissar werden. In der Unterstadt gibt es keine Abites mehr. Nur so zur Information. Das ist ja wenigstens was Gutes. Da brauche ich wenigstens nicht nachdenken, ob es Probleme geben könnte, wenn ich die exekutiere. Die vermisst niemand. Das ist richtig. Aber da unten wird das wahrscheinlich auch niemand interessieren. Ach ja, Maximilian ist ja dabei, ich muss mich benehmen. Ach. Gut, dann alle vier in das Shuttle. Oder, ja, Darwinus wird ja damit beauftragt, ja. die Ladung halt zum Haus zu überführen. Ist also nicht dabei. Er darf auch unsere Daten analysieren, die wir gesammelt haben. Und er hat eigentlich jede Menge zu tun, die Daten auszuwerten. Ja, das wird eine Zeit lang er ist unser Ast, was uns dann wieder rausholen soll. Ah, okay. Interessant. Gut, dann macht der Darwinus sich auf jeden Fall auch mit der Unterstadtstruktur vertraut. Du findest dann sehr schnell raus, dass es wie fast jeder Hive City halt wirklich so ein Gebiet ist, wo niemand hin will, niemand hingeht. Und wenn man einmal drin ist, kommt man so gut wie nie wieder raus. Weil alles, was von unten nach oben bricht, ist irgendwie verseucht oder K.O. oder kaputt oder... Das wollen die Leute oben nicht, deswegen gibt es meistens nur einen nach unten und nicht einen nach oben. So, Aber es gibt Mittel und Wege, es gibt halt auch Zugangsportale, die natürlich auch in beide Richtungen funktionieren. Immer halt mit Warnhinweisen versehen, dass man die Unterstadt halt ja, mit Vorsicht genießen sollte. Gut, und ihr drei anderen besteigt das Shuttle, fliegt durch die Wolkendecke durch und unten sieht dieser Planet halt also auch die City wesentlich ekliger aus als noch schön oben. Die Smogwolken hängen hier ziemlich dicht und auch das Atmen fällt schwer, außer Lazarus, der ja seine Gasmaske anhat. Ja. Und ihr habt mich alle ausgelacht. Ja, der Planet kann man jetzt so ein bisschen in die Weite sehen. Ist schon ziemlich ausgerot, aber gut, das ist auch ein relativ bekanntes Bild. Die Stadtmauern selber von außen sehen ja alt heruntergekommen und ja, oben sahen sie zwar auch schon alt und heruntergekommen aus, aber noch halbwegs gepflegt. Und hier unten sieht es einfach aus, es ist verrostet, es ist mit Efeu und Ranken überwuchert. Es gibt so gut wie keine Fenster, es gibt tausende rauchende Schlote, aber ja, beißender Geruch und Gestank, manchmal sogar verrottetes und weggeätztes Metall an der Seite. Und ja, ihr fragt euch überhaupt, wie soll da irgendwas leben? Also auch die Anzeigen von der Gasmaske, die du auffasst, die zeigen dir auch sehr toxisch teilweise. Und ja, man weist euch auch nochmal darauf hin, also dass ihr ohne diese Schutzanzüge, die ihr natürlich bekommt, Thilea hatte sich ja von der Feuerwehr sowieso schon einen besorgt gehabt, solltet ihr da nicht rein. Also ich hole mir auf jeden Fall das Schutzgerät davon, aber den Rest... Da will ich dann lieber gerüstet sein. Ich komme doch selber von der Hive World. Kenne ich sowas nicht? Du kennst von deiner Hive World auch eine Unterstadt, aber du warst da nie selber. Also du warst immer so in der Mittelstadt hoch oder so. Du weißt doch von deiner Welt selber, da geht niemand hin. Also das ist... Wer da unten geboren wird, ist tot. Und wer da runter geht, ist auch tot. Ne? Also die Toten schmeißt man nach unten. Damit die unten was zu essen haben. Da gibt's... Kannibalismus. Ja, natürlich. Was auch immer die da machen, ist auch scheißegal. Das Einzige, warum es die überhaupt noch gibt und warum man weiß, dass es die Unterstadt auch bevölkert ist, ist, dass es halt dass es Maschinen gibt, die die ganze Stadt am Laufen halten und die werden da unten halt bedient. Und dann ist Darwinus nicht dabei. Das wäre ja für ihn das Paradies. Hm. Also das Ganze, die Hive City funktioniert halt wirklich von oben nach unten. Ne? Also oben geht alles rein, unten. Alles, was unten ankommt, ist... je näher man dem Boden kommt, desto ekliger wird's. Und trotzdem kann die ganze Stadt nicht funktionieren ohne die unteren Geschosse. Deswegen. Auch wenn sich das die hohen Herren nicht so gerne eingestehen wollen. Gut, ihr findet aber dann irgendwo so eine kleine Landeplattform tatsächlich, also es ist nicht wirklich eine Landeplattform, es ist ein Ding, worauf man sich abseilen kann. Vielleicht war es mal ein Turm oder ein Schornstein oder sowas. Also auf jeden Fall ist es etwas, wo kein Rauch rauskommt und wo man halbwegs sich sicher drauf abseilen kann, ohne dass man die Befürchtung haben muss, dass das verrostete Material unter einem zusammenbricht. Scheint sogar ein bisschen aus Stein zu sein hier. Und auch den Witterungsbedingungen ein bisschen zu trotzen. Und ja, sieht halbwegs sicher aus und der Pilot fliegt es halt halbwegs sicher an und ihr könnt euch da abseilen, auch relativ. Da müsst ihr jetzt auch nicht drauf testen, so das wird funktionieren. Und kommt dann an diesem Ding an. Das ist auch relativ in der Nähe von da, wo Maximilian dieses Funkeln im Warp halt wahrnimmt. Je länger ihr gebraucht habt, desto weniger klar wurde das Zeichen, das durch den Warp dringt für dich. Es ist halt immer noch da, aber du merkst, das Ding hat irgendwie bemerkt, dass es beobachtet wird. Und es hat auch versucht, dich zu beobachten durch den Warp. Und du hast schnell Gegenmaßnahmen ergriffen und Deswegen fällt es dir wesentlich schwerer, das Ding aufzuspüren, als vorher noch. Es sei denn, du möchtest es natürlich durchlassen. Das wäre dann eine ganz eigene Geschichte, aber ich denke mal nicht. Sobald wir unten sind, muss man das abwägen. Ja. Nicht im Flug, nein. Ja. Gut, dann seid ihr auf dieser kleinen Plattform. Es ist in der Tat so eine Art Schornstein vielleicht mal gewesen. Zumindest raucht er jetzt nicht. Und es gibt so Leitern, die nach unten führen. Wartungsleitern wahrscheinlich, womit man halt auf festen Boden runterkommt. Ja, abwärts. Immer weiter abwärts. Flammenwerfer voran. Ja. Gut. Steigt herab. Und ja, als ihr das erste Mal so halbwegs festen Boden wieder betretet, nachdem ihr von der Leiter runtergestiegen seid, der Boden hier ist lehmig, merkwürdigerweise. Es ist kein fester Tritt, kein Stein, kein Stahl, so wie ihr das gewohnt seid. Irgendwie lehmig, erdig, ausgetreten, mit merkwürdigen Pilzen bewachsen. Und sogar zu arm für einen vernünftigen Boden. Ja, also ich würde es jetzt als Erde bezeichnen, oder vielleicht ist es sogar Asche oder sowas. Ja, wer weiß, was das genau ist auf dem Boden, vielleicht wollt ihr das auch gar nicht genau wissen. Und, Sekunde? Nein. Du willst es nicht wissen? Nein, du weißt es nicht? Oder du willst es nicht wissen? Ich weiß es nicht. Ich habe eine 46 gewürfelt, bei dann 33 und tiefer weiß ich es. Okay. Ja, und... ich nehme das zweite. Ich will es nicht wissen. Ja, und geht dann irgendwie weiter in das Innere der Stadt und Maximilian folgt diesem Leuchtsignal, das er wahrnehmen kann. Und ja, jetzt kommt er an den ersten, ja, ich nenne es mal Behausungen vorbei, den ersten Favela-Hütten, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Also es ist ja eine in sich geschlossene Stadt, aber hier sind halt auch so Papp- und Wellblech-Dinger an die Seite gepappt und da tauchen halt hin und wieder ein paar Gesichter total schmutzbedreckt irgendwie drauf aus und gucken euch an. Teilweise ein Auge größer als das andere, teilweise sieht man die Nase nicht mehr richtig. Ja, könnte man so sagen. Okay. Du tötest hier keinen. Ich sehe dein Gesicht unter der Maske. Je mehr du tötest, umso stärker wird die Verstörung im Warp. Das könnte unser Ziel nur stärken. Okay, das ist was, womit ich leben kann. Thilea hat sowas überhaupt noch nie gesehen. Also das sind die aus den Gruselgeschichten deiner Väter und Vorväter vielleicht mal. Also das sind, ob das überhaupt noch Menschen sind oder das Außerirdische sind das vielleicht die Urbewohner dieses Planeten, haben die so ausgesehen? Zumindest sehen die ziemlich widerlich aus. 20 Generationen Inzucht. Ja, ungefähr. Ja. Wenn nicht noch schlimmer. Und dazu noch toxische Umgebung. Ach, das bisschen. Ach. Da hat er ganz viel krabbelnde Kollateralschaden. Ja, apropos Krabbeln, sehr, sehr viele Insekten krabbeln hier rum. Ratten auch. Das scheint die Leute aber nicht zu stören. Das sind teilweise sitzen irgendwelche alten Gestalten irgendwie am Straßenrand und spielen da Karten oder Würfel oder sowas ähnliches und über die drüber laufen die ganze Zeit irgendwelche Schwärme von Ameisen und so, das übt die überhaupt nicht, das scheint das Normalste der Welt zu sein. Wow. Euch guckt man mit großen, gespannten Augen an, man hat noch nie sowas Sauberes auf jeden Fall gesehen. Und ja, es bildet sich schnell so eine Menschentraube um euch herum. Die betasten euch zwar nicht, aber... Also sie halten Abstand, aber sie umringen euch und beobachten euch und laufen euch hinterher. Und ihr habt so ein Flüstern teilweise und dann so ein Gemurmel die ganze Zeit. Habt ihr die gesehen? Oh, die Frau, oh, die Frau. Ach so, dann. Die haben Waffen, ja. Ja, Also noch tun die euch nichts. Begleiten euch mehr oder weniger. Deswegen, aber gut, Maximilian ist der Boss. Yep, und wir gehen zielstrebig Richtung Ziel. Ich bereite mich auf den Überfall vor. Oder was? Mhm. Das Toll, jetzt pumpt es nach. Ja, deine Wahrnehmung wird stärker und ja, es führt in so eine Art Abflussrohr, so ein riesiges Abflussrohr. Da kommt irgendwelcher grüner Schleimtropf da raus und genau da draus würdest du sagen, da bist das Ding rein. Man sieht auch an der Seite noch ein paar von diesen roten, verkrusteten Zeugs. Ich meine, das könnte auch sonst da gewesen sein, aber du mit deinem psionisch geschulten Auge siehst auf jeden Fall auch die Überreste der Warp-Signatur an den Dingern. Also es muss auch ein Überbleibsel von diesem Ding sein. Was du zwischendurch auf der Straße hin und wieder auch gesehen hast auf dem Boden. Komm raus, wo immer du bist. Nun denn, Lazarus, du bist die Vorhut. Jawohl. Ja, es ist stockfinster. Wenn irgendwas vor dir auftaucht, Flammenwerfer voran. Hab ich vor. Habt ihr Licht mit? Also Darwinus hätte Licht mit, glaube ich, aber... ich bin der Meinung, ich hatte doch so eine komische Lampe mit. Wartet. Oh, wieso gehe ich immer zur Maus? Die hab ich gar nicht angeschlossen. Ich hab nix. Reapens, Gear, Combat Vest, Imperial, Grapple and Line, 2 IHO6. Ach ja, okay, kippen. Fernglas, Lispistol, Flammer, Gasmask. Nein! Hat mein Pick-Recorder keine kleine Lampe dran? Ja, eine kleine Lichtquelle wirst du auf jeden Fall haben, ja. Aber eine kleine halt. Reicht doch. Wissen wir denn, wie dieser grüne ist halt ein großer Schleim auf Feuer reagiert? Ist das klug, da einfach mal den Flammenwerfer drauf zu halten? Oder keine Ahnung, was das genau ist. Es ist grüner Schleim. Es wären schon um die Ohren geflogen. Da ist doch automatisch schon vorher so eine kleine Flamme dran. Okay. Und selbst wenn, meine Sachen sind feuerfest. Ja, aber wie sieht's mit dir aus? Also deine auch. Ja, meine Sachen sind feuerfest. Deine und die von Maximilian, die wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht die obersten Schichten. Ich bin ja Zwiebeltan. Ja. Gut, einmal durch. Wartet durch das zäh flüssige, grüne, stinkende Zeug. Und folgen uns die Kollateralschäden? Also die bleiben draußen stehen, merkwürdigerweise. Ganz schlechtes Zeichen. Hm. Das siehst du Gott sei Dank nicht. Guckst ja nach vorne. Stimmt, ich sehe es nicht. Ja. Ich zeichne übrigens alles auf. Ja. Und je näher du jetzt dieser Quelle kommst, Maximilian, desto schwerer fällt dir deinen Schutz aufrecht zu erhalten. Du hörst immer diese kreischende Stimme in deinem Kopf und sie wird immer lauter jetzt, wo du dich dem Ding näherst. Und du hast ja gelernt, mit sowas umzugehen, aber das ist stärker, als du dachtest. Mach doch mal so einen Test auf deine Psi-Kräfte. Ja, mit 42 bin ich... komm her. Willenskraft 42. Treffer. Ja, gerade so. Und genauso musst du dir das auch gerade vorstellen, dass du gerade so, also der Lazarus geht mit seinem Flammenwerfer vor und dann Thilea und Maximilian gleich auf hinterher. Und Thilea bemerkt dann, dass Maximilian eines oder andere Mal stehen bleibt, sich so an der Wand abstützt zu versuchen, dann, nee, besser nicht an der Wand abstützen, und dann stark bleibt und irgendwie, er stockt halt hin und wieder mal und je weiter ihr in dieses Rohrsystem vordringt, desto öfter bleibt er stehen und macht manchmal, kneift manchmal die Augen zu, manchmal nur eins, manchmal beide und fängt an schwerer zu atmen. Und ist so ein bisschen, als wenn er gegen Widerstand laufen würde. So kommt dir das vor. Okay. Mir ist aber eigentlich gar nicht so. Also, warum läuft er so komisch? Was ist los? Irgendwie bist du... Hier ist doch nichts, oder? Er ist nahe. Er ist sehr nahe. Okay. Das kannst du merken? Mhm. Das sagt er natürlich erst jetzt. Glaubst du, ich führe euch die ganze Zeit hier zielstrebig irgendwo ins Nichts? Naja, aber sobald es heißt, wir sind schon nah dran, hätte ich wenigstens einen kleinen Hinweis gerne erwartet. Ich dachte, der Hinweis, wenn irgendwas vor dir auftaucht, drück ab, ist genug. Ich hätte trotzdem gerne eine kleine Vorwarnung. Okay. Ja, ich ziehe meine Sinne aus dem Bob zurück. Ja. Also schottest du komplett ab. Und verschaffe ihm etwas Ruhepause. Auch wenn ich nie ganz abgeschottet bin. Ja. Und ja, du versuchst das komplett rauszublenden und dich rauszuziehen und diese kreischende Stimme lockt trotzdem weiter, aber du schaffst es, das gerade wegzublocken. Und ja, du hast das in der Ausbildung ein paar Mal gehabt, wenn die Meister mit Entitäten aus dem Warp zu tun hatten. Dann hast du sowas ansatzweise mal gefühlt, nur hättest nie gedacht, dass du mal eine Wesenheit aus dem Warp von ganz nah siehst. Und das sehen? Ja, also sehen, er kann es ja mehr oder weniger sehen, ne? Also er kann es fühlen und spüren. Achso, er, okay. Ich dachte jetzt, das Ding ist vor uns. Noch nicht. Und er geht weiter und es wird diese kleine Funzel, die euren Weg da begleitet, das kleine Feuer vom Flammenwerfer und das Licht von Maximilian erhält diesen Gang nicht ganz, weil es ist halt zu wenig Licht für zu viel Gang. Aber immerhin, ihr könnt euch orientieren. Und dann auf einmal der Lazarus, der vorgeht, hört auf einmal von rechts, als sich der Gang gabelt, einen wahnsinnig hohen, schrillen Schrei. Hinhalten, abdrücken. Ja, und die große Feuerwand des Flammenwerfers brutzelt einmal quer durch den Gang. Und du siehst so einen schwarzen Schatten, der von den Flammen eingehüllt wird und sich dann sofort zurückzieht. Dieses Kreischen hört dann auf. Ich glaube, ich hab's getroffen. Hinterher! Ja, hinterher! Ja. Hinterher und der Gang macht nochmal eine kleine Biegung nach links, dann wieder nach rechts und wieder nach links, also ein bisschen verworren alles. Und immer wieder gibt es ein paar Stöße mit dem Flammenwerfer ab in die Gänge, um sicher zu gehen, dass er nicht irgendwie euch aufgelauert wird und dann auf einmal steht ihr vor einem verschlossenen, vor so einem Gitter. Wo diese Flüssigkeit halt durchsickert die ganze Zeit. Dieses zähflüssige grüne Zeugs. Das grüne jetzt oder das von dem Vieh? Nein, das grüne Zeugs. Oh, okay. Das andere habt ihr jetzt, seit sich der Maximilian abgeschottet hat, auch nicht mehr wahrgenommen. Wie, Sackgasse? Anscheinend. Verdammt. Ich, Sind die Gitter locker? Also die Gitterstäbe. Bitte? Sind die Gitterstäbe locker? Ja, rüttelst einmal dran, die sind sehr massiv locker. Locker sind sie, nein, also sehr massiv locker. Sehr massiv, locker nicht, wollte ich sagen. Okay. Und wie viel Munition hast du noch? Wie oft habe ich sinnlose Feuerstöße abgegeben? Also da du ja auch schon die ganze Kiste hast ausgebrannt, ist dein Flammenwerfer auf ein Viertel runter. Doch, auf ein Viertel nur? Aufgerundet oder abgerundet? Ja, wie gesagt, du kannst noch, keine Ahnung, 4, 5 Mal schießen. Das ist schon halbe. Ich glaube, mit dem maximalen Magazin hat er 10 Schuss. Ja, geht schon. Hat er noch Ersatz gehabt und so. Also 4-5 Mal kann er noch schießen. Nee, 6 ist ein Clip. 6. Du bist beim Reservemagazin. Ja, ich spitze meine Sinne in den Warp, da wir ihn anscheinend verloren haben. Ich brauche eine neue Position. Ja, kaum hast du denn deine Sinne wieder aufgemacht, mach mal die Probe. Irgendeine Modifikation? Ich ziehe dir sogar 10 ab. Ah, mit einer 17 gut geschafft. Sehr gut. Dann schaffst du es gerade zu erörtern, als du deinen Geist gerade öffnest. Überkommt dich sofort so eine Präsenz, als ob sie sofort vor dir steht und du meinst auch so ein Gesichtsschemen aus Warp-Energie vor dir sehen zu können, schottest sofort wieder zu, als dieses Gesicht mit so einer Fratze nach dir zu beißen scheint, stolperst kurz zurück und die anderen sehen nur, dass der Maximilian, der sonst immer ziemlich stoisch wirkt, einmal kurz vor Schreck zurücktaumelt, obwohl er gar nichts war. Also es ist hier, verdammt. Es ist hier. Macht euch bereit, es ist unter uns. Mhm. Okay. Dann Rücken an die Wand, Feuerstöße. Aber wohin? Ich habe nicht mehr viel Munition, ich bin schon beim Ersatzmagazin. Wir stellen uns da in die Ecke neben das Gitter und feuern in den Gang hinter uns. Und als ihr noch diskutiert... Thilea ist hinter sich ein großes Platsch. Dreht sich um. Oder wir nehmen das. Und du siehst einen ziemlich verkrüppelten menschlichen Körper vor dir. Irgendwie der hat so die Schulter so auf 7,5. Also eine Schulter höher als die andere. So der Kopf ist auch so ein bisschen L-förmig fast. So ein drittes Auge irgendwie auf der Stirn. Was unentwegt auf und zu geht, ein riesiges Maul, was so irgendwie mit spitzen Zähnen bewehrt ist und zwei mächtige, muskulöse Arme mit Pranken und ja, das Ding steht jetzt vor dir. Es sieht so ein bisschen wie diese Mutanten von der unteren Ebene aus, nur noch viel größer und widerlicher und es kreischt diesen hohen, kreischenden Schrei, den ihr eben schon mal gehört habt und steht halt direkt vor Thilea. Die es darf nochmal ihre Willenskraft anstrengen, um von der Sinneswahrnehmung jetzt nicht übermannt zu werden. Genauso die anderen beiden sind ja ab... Ne, Lazarus war nicht abgehärtet, oder? Das ist auch kein mundaner Horror. Nee. Das ist tatsächlich ein psionischer und dementsprechend... Genau, das ist ein Dämon. 7. Ich habe eine 7. Ja, läuft. Hast du, haben wir eine, das ist nicht irgendwie erleichtert, oder? Nein, ganz normal, nur auf den... Dann bin ich 21 Punkte drüber, leider. Boah, dann taumelst du auf jeden Fall zurück, bis du gegen Maximilian stößt. Du hast es wahrscheinlich deine Waffe ja schon gezogen gehabt. Ja. Aber in der ganzen Aufregung hast du sie so vor Schreck fallen lassen, taumelst zurück, prallst gegen Maximilian, der dich gerade noch so festhält. Perfekt. Und verhinderst, dass du in diese Pampe reinfällst. Aber das Zurücktaumeln. Perfekt. Ich drück ab. Weg mit dem Vieh. Ja, dann darfst du jetzt mal einen Ballistiktest machen. Richtig feuern. Er darf einen Ausweichwurf machen. Ich habe einen Flammenwerfer. Ich muss nicht auf Treffer würfeln. Ah, das stimmt. War das so? Ja, ja, dann mach mal Schaden. Oh ja, Schaden. Damage. Flammenwerfer, bitte. Das soll viel gewesen sein. 1W10 plus... Acht plus 4 sind 12. Oh. Okay, ich guck mal im Buch. Okay, das Ding wird auf jeden Fall... Penetrate 2. Ja, das Ding wird auf jeden Fall voll eingehüllt von dem Flammenschlag und kreischt wieder. Und Thilea sieht noch die Flammensäule, wie sie an ihm vorbeischießt und sieht das Ding, wie es jetzt in Flammen steht und dadurch noch viel grotesker aussieht, als es vorher schon aussah. Und bleibt aber stehen vor euch. Und diese großen, aufgeweiteten, ekligen, glubschigen Auge, und vor allen Dingen das dritte Auge, das scheint jetzt in diesem Flammenschein mit so einer schwarzen Iris noch aus den Flammen herauszusehen und kreischt halt weiter, das Vieh. Darf ich an dieser Stelle kurz mal ein Element aus dem Regelwerk mit einbringen? Ja. So mal diese Schockregel, wenn man seinen 4-Test verpatzt. Ja. Wo man dann auf Seite 287 oder beziehungsweise 288 der PDF einen Wurf auf Tabelle 811, wo man ein W100 würfelt und plus 10 für jeden Grad des Fehlschlags, also in diesem Fall ein plus 20 bei Thilea. Ja, können wir gerade mal machen, ja. W100? Auf was für einen Wert jetzt? Einfach nur würfeln. Einfach nur, das ist eine 20. Tabelle. Okay. Und du zählst 20 hinzu? 20 hinzuzählen. Also ich habe jetzt eine 29 gewürfelt, also 49 jetzt, oder was? Ja. 49, receiving with shock, the character backs away from the source of the sphere. He cannot willingly approach the object. Minus 10 auf alle Tests bis zum Ende des Encounters. Oh. Ja, sag ich doch. Ich brauche gar keine Tabelle, ich schaff das so. Er kennt alles auswendig. Ich habe das vorher gesehen mit meinen psionischen Kräften. Ja. Habe ich denn beide Schwerter fallen lassen? Du hast auf jeden Fall deine Waffen fallen lassen, vor Schreck. Ja. Die sind jetzt in der Pampe drin, die siehst du da noch, die liegen da noch, aber kannst du auch wieder aufheben. Aber na gut. Das erste, was du da hast, ist erstmal. Ja, ja. So, dann der Test für Lazarus. Der Lazarus ist ja geschafft gehabt, ne? Du hast ja abgedrückt. Maximilian brauchte das ja nicht. Wenn ich richtig wieso braucht er es nicht? Er ist doch eben kein mundaner Horror. Genau, ich muss es auch. Na, dann musst du auch. Und ich habe ihn zum Glück geschafft. Okay. Gut. Dann kann Maximilian noch was machen, weil der Lazarus hat ja geschossen, Thilea ist zurückgetaumelt und Maximilian kann auch was machen. Ja, und da habe ich doch meine... Hier habe ich meine Peitsche und die werde ich jetzt mal benutzen. Mhm. Ich dachte, er würfelt jetzt erstmal. Willenskraft. Ich habe gewürfelt. Achso. Okay. Ich habe gewürfelt und es geschafft. Das heißt, ich würfel jetzt meinen Waffenskill. Plus 10 war das, ne? Beim Basis. 25, damit getroffen. Ja. Dann los. Dann sag mal direkt mal mit, wohin du triffst. Schaden. Sekunde. Trefferzone. Trefferzone ist die 19, damit der Arm rechts. Mhm. Schaden ist 1W10. Rending. In diesem Fall eine 6, was auch der maximale Schaden ist bei meiner primitiven Waffe. Mhm. Zumindest für mich. Gut. Dann schlägt deine Peitsche ein an den Arm. Das ist einfach nur eine normale Peitsche, ja? Das ist eine stinknormale Peitsche. Okay, dann wickelt sich dieses Peitschending um den Arm von dem Vieh, das ja in Flammen steht. Und ja, du ruckst dann ein bisschen an und versuchst dann so den Peitschenschlag noch irgendwie so zurückzuziehen, die Situation auszunutzen, um das Vieh aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und merkst, dass dich die Peitschenschnur zwar um den Arm gewickelt hat und auch irgendwie wahrscheinlich auch irgendwas in dem Vieh ausgelöst hat, aber das ist auf jeden Fall viel, viel stärker als du körperlich, und wenn es jetzt mit dem Arm zurückrucken würde, würdest du die Peitsche verlieren wahrscheinlich. Ich habe ihn! Ich habe ihn! Alles klar. Und der Lazarus ist wieder dran und kann nochmal einen Feuerstoß abgeben. Habe ich auch noch eine Aktion, um mich ein Stück zu bewegen, kann dann immer noch einen Feuerstoß machen? Ja. Gut, dann stelle ich mich vor Thilea, damit das Vieh nicht sie angreift, weil sie momentan hilflos am Boden ist. Ja. Auch wenn ich sie nicht mag. Am Boden bin ich nicht, aber hilflos, ja. Okay, hilflos, ja. Ja, dann damit meine Gratisbewegung hin und abfeuern. Okay, das Ding darf ja einfach ausweichen würfeln. Ja, diesmal macht es das auch mal. Nee, Geschicklichkeit war es, ja. Nee, schafft es. Der ist Auswahl. Nicht? Okay, Schaden. Oh, eine 9. Trefferzone? Plus 4 sind 13. Oh, Trefferzone. Oh Gott. Kannst du die nachgucken? Kann ich einfach auch machen. Moment. Jo. Okay, nimm den Schaden nochmal. 4 plus? Das war 13 insgesamt. 13, okay. Alles klar. Okay. Gut. Ja, wieder der Feuerschwall, der das Ding einhüllt. Und die Flammen scheinen ihm schon irgendwie weh zu tun. Zumindest kreischt es immer auf, wenn dein Flammenstoß irgendwie in seine Richtung ist. Aber irgendwie, es wankt nicht, es stolpert nicht, es fällt nicht in sich zusammen, es verbrennt nicht zu Asche. Und Thilea ist dran. Ja, ich muss als erstes meine Waffen wieder aufheben, sonst wird das mal gar nichts. Du greifst in die grüne Pampe nach vorne und ziehst deine beiden Schwerter wieder heraus. Ist ein bisschen glitschig am Griff. Wahrscheinlich ist deswegen auch der minus 10 Penalty jetzt von deinem 4-Test auf alle Aktionen. Ja, ich gestatte dir noch irgendwie eine freie Aktion sonst noch zu machen. Eine Attacke wirst du nicht mehr hinkriegen, aber sonst noch irgendwie kannst du noch dich irgendwie in Position bringen oder sonst irgendwas machen, wenn du magst. Da mir dieses Ding nicht so ganz geheuer ist, würde ich die Schwerter wegstecken und meinen Bogen ziehen. Mhm. Und vielleicht noch einen halben Schritt weiter zurück. Ich weiß nicht, wie weit ich dahin kann, dass ich ein bisschen auf jetzt erstmal fernkomme. Auf Abstand, okay. Ja. 1, 2 Schritte zurück, dann merkst du schon in deinem, mit deinem Fuß, der jetzt zurückwinkt, schon das Gitter hinter dir. Okay, ja. Also noch weiter zurück ging es nicht. Also die 2 Schritte gehen, aber noch weiter geht nicht. Ja, alles klar. So, und bevor Maximilian jetzt was machen kann, ist das 4 erstmal nochmal dran. Das hat nämlich noch gar nichts getan bisher. Und versucht mal einen Angriff auf Maximilian. Und schafft den Angriff auch. Hm. Kannst du ausweichen oder sowas? Ich habe den Skill nicht. Das heißt, Hälfte Beweglichkeit ist also 25 durch 2 sind. Ja, das ist eine kleine Chance. Mit einer 17 nicht ausgewichen. Warte, okay. Ist ein Grundskill ausweichen? Dodge? Dodge ist ein Grundskill. Ja. Okay. 5 plus 10 plus Schadensbonus. Wo ist denn der Schadensbonus? Da ist dann 20 und 2 Penalty Durchdringung. Also 2 Penetration. 2 Penetration und 20 Schaden. Mhm. Damit hat es mein Recht. Auf welche Trefferzone? Achso, Trefferzone, Entschuldigung. Das ist der rechte Arm. Dann fehlt mir jetzt dieser rechte Arm. Er hat nur 8 Lebenspunkte. Okay. Ja, dann seht ihr jetzt, wie das Ding einmal nach dieser Peitschenschnur greift, die nach vorne zieht, dann im Gegenzug mit der Pranke ausholt und dem Maximilian den rechten Arm abtrennt. So, also ist er schon so gut wie tot. Okay, gut zu wissen. 20 minus 3 sind 17, das heißt, der Arm ist bei minus 11. Und ich bin jetzt bei 9 minus 17 sind irgendwie minus 17 minus 9 sind 8. Minus 8 Schaden. Einmal fein säuberlich vom Torso getrennt. Wie reagiert der Maximilian darauf? Er wird natürlich wahrscheinlich zusammenstauchen. Ich mache mal kurz einen Willenskraft-Test. Wenn ich den mit 3 Erfolgsgraden schaffe, mache ich gar nichts. Nein, ich schreie wie am Spieß. Ja. Obwohl, bestimmt. Das ist ein mundaner Horror. Nee, ignoriere ich. Mir fehlt ein Arm. Ist okay. Scheiße, die Peitsche ist weg. Ja. Mhm. Okay. Gut. Er ist lose! Er ist lose! Ich glaube, damit wird deine Aktion, die du jetzt hättest, anders ausfallen, als du es gedacht hättest. Was machst du jetzt noch? Pistole nehmen und... Also aus dem Holster und schießen. Okay. Ja, kannst du den Schuss, gestehe ich dir zu. Womit wir zum zweiten peinlichen Thema kommen. Meine Schussfähigkeiten. Ja, also das wäre getroffen, wenn er, wenn ich keine Möglichkeit hätte, irgendwie daneben zu schießen. Nein, es geht sowas von daneben. Dann tönt ja der Schuss laut durch den Gang und verhallt irgendwo in der Wand. So. Und der Lazarus kann auch einen weiteren Flammenschlag loslassen. Nein, Maximilian steht da, ich würde beide grillen. Das stimmt. Er hat ihn ja zu sich hingezogen. Ich nehme meine Pistole und schieße auf das Ding. Okay, dann schieß. Meine Laserpistole. Mhm. Und weil Maximilian vorher darauf geschossen hat, darf ich Schadenswürfe von 1 oder 2 wiederholen. Ja, super. Aber erstmal das Treffen. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Maximilian braucht einen neuen Arm. 16, reicht das? Ja, ich weiß, ich habe deine Werte nicht. Ja, ich habe 39. 39, ja, passt. Ja. Ich war der Meinung, mein Nahkampfskill war höher. Egal. Mach Schaden. Okay. Und die Zone brauche ich noch. Wir machen die Pistolen eigentlich. Noch einmal 10 plus 2, egal. Okay. Oh, 10, ne 0, 10. 10 Schaden. Plus 2, 12. Plus 2, 12. Und du hattest 2 Durchdringungen, ne? Nein, mit der Waffe gar kein Durchdringung. Ach ja, du hattest ja eine andere Waffe jetzt. Okay. Ja. Achso, wohin hast du geschossen? Also Trefferzone? Auf den Gegner. Trefferzone. Ich hab dir keine Trefferzone-Tabelle. Würfel ich für dich. Der Bauch. Ich hätte auf Kopf gehofft. Ja, das ist relativ egal, ist alles gleich bei dem. Okay. Gut. Thilea. Schwert, bewaffnet. Nee, ich hab doch den Bogen gezogen. Du hast den Bogen gezogen. Okay, alles klar. Ja. Ups. Und jetzt habe ich meinen Würfel fallen lassen. Nein. Okay, hab ihn wieder. Ja, ich schaff sogar die Schwert- und 10er-Attacke. Dann macht Schaden. Und sag mir doch, wohin du schießt. Oder soll ich das für dich würfeln? Ach so, wohin, das kann ich jetzt auswürfeln mit diesen Werten, die da stehen, ja? Also das wäre eine 30, dann wäre das der linke Arm. Genau. Genau, und das macht 3 Schaden. Yay! Du siehst, dass der Pfeil losgelassen wird und von dem Arm, den er trifft, abprallt. Es wäre aus Stein als gegen die Wand geschossen. Was läuft? Scheiße. Jo, das Vieh versucht einen Angriff gegen Maximilian, um ihm den Rest zu geben. Ist das eigentlich, was für eine Charakteristik hat der Angriff? Klasse, Melee. Explosive, Rending. Das gibt es ja hier mit Abkürzung. Moment. Wofür steht nochmal I? Impact. Impact, das ist ein Impact, ja. Except the armor is removable for the attack, bone, chunks of flesh, clothing, armor, fragments, firebomb, Schrap. Okay. Gut, trifft nicht. Oh, cool. Hm. Kann ich nur immer treffen, ne? Das hat er bis jetzt erst einmal getroffen. Ja, bei dem ersten Treffer, bei dem Schaden wäre es so. Ja, der macht ordentlich Schaden. W10 plus 10 plus Schadensbonus. Jedes Ziel innerhalb von 2 Metern kriegt einen Einzeltreffer mit 1W5 minus 3 Impact-Schaden. Ah. Weil mein Arm dadurch liegt. Ja. Gut. Dann ist Maximilian wieder drin. Okay, dann schieße ich mal. 5. Ich habe getroffen. Yay. Ja. Ich fasse es nicht. 1W10 plus 2, 6 plus 2, 8 auf die 96. Das müsste jetzt ein linkes Bein sein, wenn ich mich nicht irre. 96 ist das linke Bein, ja. Und wie viel war es? 8? Ja. Okay. Alles klar. Das linke Bein von ihm sieht schon ziemlich perforiert aus und von den Flammen ziemlich zersetzt. Aber noch steht er. Und Lazarus ist dran. Ja, dann nächster Schuss. Erstmal versuchen zu treffen. Hättet ihr mal Darwinus mitgenommen. Ein Kämpfer mehr. Das war auch mein Gedanke. Und ich bereue gerade, dass ich nicht erste Hilfe genommen habe bei der Charakterstellung. Ja. Ich muss mich gerade korrigieren. Ich bin bei 0. Ha! 37. Knapp, aber geschafft. Dann darfst du wieder Schaden machen. Und ich würfel für die Zone. Du triffst den Kopf. Ja, 10. Also ich habe eine 8 gewürfelt, plus die 2 sind 10. Sehr schön. Was ist mit den Würfeln los? Warum würfel ich jetzt so gut in einen anderen Rund? Deine Lasersalve dringt in den Kopf ein und wirft den Kopf so ein Stück zurück. Und das Ding schreit auf. Und Thilea ist dran. Und attackiert wieder. Und trifft auch. Und zwar, jetzt muss ich das nachwürfeln. Den Bauch. Mhm. Und ja, irgendwie ausweichen kann er nicht, ne? Nö. Haha, macht 9 Schaden. 9, okay. 9. Diesmal prallt der Pfeil nicht ab, sondern dringt in den Bauch des Ungetüms ein und bleibt da stecken. Und hinterlässt eine klaffende Wunde. Und ja, das Vieh holt noch einmal zum Schlag gegen Maximilian aus. Und hat aber schlechte Werte und trifft nicht. Der Imperator beschützt. Das sowieso. Außer den Arm. Nein, das gehört dazu. Jeder, der über die Macht verfügt, muss erst zerstört werden, bevor er die zu wahrer Macht aufsteigt. Falsches System. Gut. Maximilian ist dran. Mit dem blutenden Stumpf an der Seite. Feuer! 4. Treffer. Oh, das ist gut. Ja, echt mal. Ist eine 2. Ich liebe diesen Würfel. Er würfelt die letzten 4 Male Nullen. Ja. Finde ich cool. Ja. 12 Treffer. Auf die... Jetzt hat er 1. 15. Auf die 15. Auf den Kopf. Rechter Arm. Ah, nee. Rechter Arm. Ein Arm für einen Arm. 15. Alles klar. Also 12 Schaden auf die 15. Okay, auch da das Geschoss schlägt ein und hinterlässt eine klaffende große Wunde am Arm. Und Lazarus ist wieder dran. Und wann bewegt sich Maximilian endlich mal weg von dem Ding, damit ich den Flammenwerfer wieder benutzen kann? Gar nicht! Ich stehe 2 Meter von euch entfernt. Ich würfel und... Wow. Nein. Wurde nix. 46. Ah, okay. Thilea. Trifft nicht. Das Vieh heute auf Maximilian. Scheiße. Diesmal treffe ich. Und zwar... Ich würde dein Bein treffen, dein linkes Bein. Tja. Dann, wie viel Schaden? Auf einen niedrigen Wurf. Ja, plus 10 kommt da auf jeden Fall, also. Das sind 16. 16, das heißt nochmal 8 Schaden, dann bin ich bei Minus. Aha. So, Minus 8. Reißt dich quasi zur Hälfte gerade, ne? Bei 8. Der Forsterangriff reißt die untere Hälfte des Beins weg in einem Blutstrom. Das Ziel muss einen herausfordernden Toughness-Test machen oder vom Stock oder stirbt vom Schock. Mhm. Oh nein. Wenn er überlebt, habe ich die Lost Leg Condition und meine Agility wird permanent um 1W5 reduziert. Dann mache ich mal einen Wurf auf Toughness. Hey, 31. Nein, ich bin tot. Nein! Bin am Schock gestorben. Shit. Gott sei Dank, ich kann wieder den Flammenwerfer benutzen. Ja, ihr seht, wie das Ding nach vorne geht und Maximilian einmal hochhebt, nach dem Bein greift, das Bein ausreißt und ihn gegen die Wand schleudert und dann in Flammen, immer noch in Flammen stehend, ein starkes Gebrüll in Lazarus Richtung loslässt. Wenn du keine Gasmaske anhättest, dann würdest du jetzt von ekligem Schleim getroffen werden. Ich glaube, getroffen werde ich trotzdem, nur stört mich nicht. Ja, also das ja, eben, weil du hast eine Gasmaske. Ja. First Blood. Ja, dann. Wenn ich dran bin, Flammenwerfer. Ja, du musst Ausweichen würfeln. Also Agility. Ich glaube, mach kein Ausweichen mehr. Okay, dann würfel ich mal Schaden. 5 plus 4, 9. Gegen? Mit 2 Penetrate. Oh, gegen das rechte Bein. Oh, das hast du noch gar nicht getroffen bisher. Was auch irrelevant ist. Ja. Gut, Thilea. Ja. Trifft. Das linke Bein. Und macht 10 Schaden. Ja. Du hattest doch gerade die Tabelle irgendwie aufgeschlagen gehabt. Auf welche Seite war die nochmal? Ja. Sekunde. Das sind diverseste Seiten. PDF-Seite 239 beispielsweise. Oder du hast die Hardcopy. 237 ist Explosive. Nee, sie hat Impact, ne? Was hast du für einen Schadenstyp? Wo steht das? Da ist ein Buchstabe hinter dem Schaden. Moment. R. Branding. Reißend. Reißend Bein. Jetzt guck, also im Prinzip, da man hat ja seine Lebenspunkte. Ja. Bei diesem schönen Mannequin stehen nur, wie viel Schaden du abziehst. Ja. Insgesamt. Und sobald der Lebenspunkte unter 0 sind, würfelst du immer, wie viel kritischen Schaden du angerichtet hast. Genau. Oder du guckst. Deswegen jetzt einmal ein W10, ne? Nee, nee. Ah, nee, das ist die Tabelle, die hochgeht, ne? Wie viel kritischen Schaden hat er schon? Dann insgesamt. Das ist Körperzonen unabhängig. Dann hat er jetzt 3. Also 3. Rips, a length, flash of a leg, target suffers blood for one round, must make a challenging toughness test or suffers blood loss. Branding. Mhm. 722, Seite 241. Randing Critical Effects. Ach so, Lag. Ich war beim Body, Entschuldigung. 3 hatte ich gesagt. Bloodloss und 1W5 Agility Damage. Jo, 1. Ja, das Ding fällt vorne über und blutet stark aus dem Beinstumpf, der jetzt noch existiert. Bewegt es sich noch? Es bewegt sich noch, ja. Verbraucht aber jetzt seine Aktionen darauf, irgendwie sich wieder so halb aufzurichten, immer noch in Flammen stehend. Okay. Lazarus? Und ohne Bein anscheinend, ja. Ohne, ja, das Bein ist zerkrüppelt jetzt. Das hast du gerade in einen Teil weggesprengt mit deinem Pfeil. 5 Schaden mit Penetrate 2. Ich habe eine 1 gewürfelt. Warum treffe ich bei so einem geilen Schadenswurf nur ein Bein? Das ist so gemein. Wow, stopp, warte, stimmt, du hast getroffen. Ich darf den Wurf wiederholen von 1 und 2. Ja. Und jetzt ist das eine 7. Plus 4 sind 11. Yay! Und dann kommen nochmal kritischer Schaden für was dazu? Für wo trifft er? Für den linken Arm. Arm 11 plus, also 10 plus. Das Feuer ist, das ist der Flammenwerfer, ja? Ja. Dann müsste das Energy sein, wenn ich mich recht erinnere. Nils? Ja, ich gucke, warte. Gib mir ein paar Sekunden. Ah, ich bin sogar auf der Seite. Ja, Energy. Explosive Energy. Energy, Head, Back, Body, Arm. Der Angriff reduziert den Arm in einer Wolke aus roter Asche und ja, das Ziel sendet den. Ja, irgendwie der Flammenwerfer hüllt das Ding nochmal in eine Flammenwolke ein und es bäumt sich noch ein letztes Mal auf, lässt noch ein letztes Mal einen kreischenden Schrei los und bricht dann in den Flammen zusammen. Und liegt jetzt regungslos am Boden. Und den Arm, wo du es getroffen hast, ist einfach in Asche zerfallen. Und jetzt ist es ruhig in diesem Tunnel. Außer dem Schleim, der unter euch sich nach vorne schleimt. Ach, wunderschön. Enthaupte es. Ich fühle mich erst sicher, wenn das Ding keinen Kopf mehr hat. Wozu war Fate? Ich glaub, muss doch irgendwie überleben. Du kannst dem Tod noch entgehen, glaube ich, mit Fate, ja. Dein Fate-Punkt. Ich werde es mal nachschlagen. Schlag's mal, ne? Ja, Emma, Thilea, möchtest du das Ding wirklich enthaupten? Ich? Ich dachte, er wollte das enthaupten. Er hat keinen du hast die Nahkampfwaffen. Ja, ich finde, wir lassen das so, wie es ist und wir nehmen das mit, damit die das untersuchen können. Das habe ich ja jetzt gelernt, nachdem... Dann gib mir ein Schwert. Nein. Das hast du jetzt gelernt. Du hast ja gesehen. Ich zeig auf den halb verbrannten, halb auseinandergerissenen Maximilian. Ja, du siehst ja, was bei solchen Leuten passiert. Der Maximilian ist nicht verbrannt. Er ist nur in 2 Teile gerissen. Das Bein ist abgerissen und ich hatte einen Schock. Ich verbrenne. Der hat gesagt, das gehört zu unserer Aufgabe mit dazu, dass wir die Dinger mitnehmen und untersuchen. Er hat auch gesagt, er weiß genau, wo das Ding ist und auf einmal überrascht es uns. Er hat doch geschrien. Ja, aber er hat in die andere Richtung geguckt. Das Ding stand woanders. Er hat nur gesagt, das Ding ist unter uns. Wir nehmen das mit, du nimmst ihn mit, den müssen wir auch mitnehmen. Und wir gehen hier wieder raus. Du hast gesagt, du nimmst das Ding? Okay, ich nehme Maximilian, pack ihn über die Schulter. Ja, ich nehme das Ding. Hast du mal nachgeguckt, Gierfalken? Mhm. Habe ich. Ich kann einen Teil permanent verbrennen, einen Feldpunkt. Ja. Und dadurch überlebe ich es irgendwie. Das ist dann deiner Fantasie überlassen. Ein Wunder des Imperators sei es, geschieht, ja. Genau, sei es, dass die Kugel irgendwie daneben geht oder dass zufällig man den Exterminatus überlebt, was auch immer. Aber dadurch ist er permanent gesenkt und nicht nur, man kann Fate ja noch sonst wie verbrennen. Ja, generell ist Dark Heresy ein sehr, sehr tödliches System, wie ihr das irgendwie gerade schon mitgekriegt habt. Also wenn der Gegner mal einen ordentlichen Schaden auspackt und ihr selber habt ja auch eigentlich schon relativ viel Schaden. Also wenn man getroffen wird, dann ist es sehr, sehr schnell tödlich. Ja. Gut, der Lazarus schnappt sich den leblos wirkenden Körper von Maximilian und schultert ihn. Und ich rufe über Vox gleich Darwinus an und sage, dass er unsere über Vox irgendwie unsere Position anpeilen soll und ein Abholteam schicken soll. Von dem. Ja. Quali, würfelst du bitte 1W5? Dass ich meinen Agility dementsprechend senken kann? 2. Okay. Danke. Okay, und ja, ihr wie wilt die Thilea das Vieh jetzt da rauskriegen? Einfach noch brennt es ja. Ist ja vom Flammenwerfer eingehüllt gewesen. Ja, brennt es denn Ganzkörper? Ja. Dann versuche ich mit dem Stiefel oder mit den Schuhen so ein bisschen von diesem grünen Schleim auf das Ding drauf zu schieben, damit das die Flammen erstickt. Ja, das soll auch irgendwie funktionieren. Dass ich der Schleim ist so zähflüssig, dass du dem Feuer damit gut die Nahrung etwas abgraben kannst. Und so die Leiche ein bisschen löscht. Es ist ziemlich widerlich, das Ding stinkt wie bestialisch. Aber du hast ja auch noch dein Atemgerät von der Feuerwehr und deinen Anzug dran. Und dass das Ganze so ein bisschen abmildert. Und du willst es dann auch schultern oder wie willst du das transportieren? Ja. Muss ich dann einen Stärkewurf machen? Ja, mach mal, das ist nämlich ziemlich schwer, das Vieh. Lazarus ist ein gestählter Soldat. Und Maximilian hier ist ein mehr oder weniger ein Hämpfling. Maximilian hat ja Gewicht verloren. Ja, genau. Den Arm musst du auch mal nehmen, ja. Oder? Also, das wäre geglückt mit sogar 21 Punkten drunter. Ich habe eine 15 gewürfelt und habe einen Stärkewert von 36. Das dürfte klappen. Die doch etwas zierlich aussehende Thilea schnappt sich dieses massive, dicke, fette Mutantenvieh und wirft es sich einfach über die Schulter und läuft dir hinterher, Lazarus. Ich lasse mir nicht anmerken, wie beeindruckt ich bin. Das ist klar. Ja, Darwinus, wie möchtest du die ganze Truppe denn da jetzt abholen? Mitten in der Unterstadt. Ja. Frage also reinfliegen kann man nicht. Das wäre jetzt der nächste Punkt. Die Unterstadt heißt ja nicht, dass da kleine Röhren sind, sondern irgendwie so ein Ein-Mann-Helikopter, ein Chopper. Oder halt so ein kleiner Chopper. Das geht nicht von oben runterfliegen durch dieses Rauch. Das könnte nur Carlson von Dach mit Propeller auf dem Kopf. Mhm. Also ja, ihr seid ja schon mit so einem Mini-Shuttle ja schon runtergeflogen und die haben euch ja dann da auf diesem Schornstein da abgesetzt. Ja. Momenten bitte. Gut, ihr beiden anderen mit Maximilian über der Schulter und dem merkwürdigen Vieh. Sorry. Kommt eben aus der Röhre raus und da ist jetzt diese große Menschenmasse, die sich da wie auf so einem Marktplatz vor dieser Röhre versammelt hat. Und die trommeln alle irgendwie wild mit so Stöcken und so auf dem Boden rum in dem Matsch. Das ist ziemlich unheimlich, weil das einen Rhythmus ergibt. Scheiß Zeitpunkt, Leute. Ihr habt echt keinen guten Tag heute erwischt. Ich leg den Flammenwerfer in die Richtung der Leute an. Ja, hast du die Schüsse mitgezählt? Es waren 3. Ja, einen habe ich noch. Okay. Weil so gefühlt kann das nämlich nicht mehr so ganz viel sein. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitgezählt, aber... Einen habe ich noch. Darwinus wollte uns aber gerade erklären, wie er die Abholaktion startet. Ja, genau. Ich hab mir die Karten angeguckt, gibt es da sowas wie einen Versorgungsaufzug, wo man zumindest mit irgendeinem... kleinen Militär-Jeep, irgendwas, wo ich den Verletzten drauf, weil ich weiß, dass er verletzt ist. Das gibt es auf jeden Fall, ja. Ja. Der ist zwar relativ lange nicht benutzt worden, aber man kann ihn auf jeden Fall, also du würdest sagen, die Maschinengeister sind dir hold und schaffst das, dass du ihn intakt kriegst. Hat der eine Bewaffnung? Den Jeep? Ja. Müsstest du draufbauen lassen, das würde Zeit kosten. Nein, nee, hab ich natürlich nicht. Dann, ja, einmal nochmal in den Getriebeölstutzen heiliges Maschinenöl rein, dass der mich ja nicht verlässt, der Maschinengeist. Als kleine Opfergabe und dann auf geht's. Okay. So irgendwie ein Navigate, Surface, Operate, Surface oder sonst irgendwas. Ja, mach mal einen. Welches der beiden? Navigate. Oh man, Navigate ruhig. Ja, zwei Erfolgsgrade. Plus 20 oder? Ja, ist ein ganz normaler Pro plus 20. Mhm. Ja, zwei Erfolgsgrade. Ja, läuft. Wirst du ohne Probleme finden. Bist ja auch Experte, was sowas angeht. Gut. Ja, die anderen beiden, wie gesagt, kommen aus diesem Tunnel raus und diese Menschentraube steht ja und trommelt irgendwie in so einem komischen Rhythmus, irgendwie merkwürdig summend vor sich hin, irgendwie auf dem Boden. Und Lazarus hat angelegt mit dem mit der einen Schulter den langsam ausblutenden Maximilian und in der anderen Hand den Flammenwerfer und richtet den so auf die Menschenmenge. Die immer noch. Ich habe so wenig Munition für einen Warnschuss. Das ist ihr Pech, nicht meins. Ja, dann schön einmal eine rein in die Menschenmenge. Gut, du willst gerade abdrücken, als es einen mächtigen Knall gibt. Und die Menschenmenge irgendwie auseinanderdriftet kurz. Und ein großes Jeep durch die Menschenmenge fährt. Also hier standen wir in so einem komischen Halbkreis um die Röhre rum, dann gibt es einen Knall und dann, ja, also eine Hupe, genau. Und ja, das kennen die hier überhaupt nicht, solche Fahrzeuge. Und ja, deswegen machen sie da irgendwie Platz. Und mit so einem Halb-Wheelie bleibt der Jeep dann vor euch stehen und ihr erkennt oben auf der Ladefläche da die rote Robe des Darwinus, wie er winkend oben auf der Fläche steht. Darwinus, ausgezeichnete Arbeit. Ab heute sind Sie mein bester Freund. Zur Kenntnis genommen. Gut, dann werfe ich erstmal Maximilian, den ich eigentlich für tot halte, weil ich hatte ihm eigentlich auch nicht mitgeteilt, dass wir Verletzte dabei haben. Ich habe ihm gar nicht mitgeteilt, dass wir was mitnehmen. Eigentlich. Ach so, ich dachte, ich hätte das so verstanden. Okay. Nein, ich hatte nur gesagt, dass er unsere Position orten soll und Abholteam schicken soll. Okay. Gut. Ja, dann kümmere ich mich trotzdem sofort um den Verletzten. Ja, wie gesagt, ich werfe den, meiner Meinung nach, Leichnam einfach da hin und kümmere mich dann ums Fahren. Okay. Thilea, was machst du mit dem anderen Leichnam? Ist da noch Platz auf der Ladefläche? Ja, ein bisschen noch, ja. Ja, dann quetsche ich den daneben. Und wenn der nicht dahin passt, dann trete ich den so lange, bis der in die Ecke passt. Okay. Du musst nicht Post mit Posten gemacht. Der arme Maximilian. Muss sich jetzt die Ladefläche mit einem komischen Mutanten verteilen, weil ihn alle für tot halten. Ja, aber der hat doch gesagt, er will den Scheiß haben. Ja, okay. Ja. Also ja, komm, dann, das waren fast letzte Worte, das muss man ehren. Gibt der Pilot wieder Gas und diese leicht toxine Luft weht euch noch um die Nase, irgendwie, als ihr mit dem Jeep wieder in dieses Verladesilo reinfahrt und die Aufzüge gestartet werden. Die Menschenmenge guckt euch nur irgendwie total apathisch hinterher und ihr hört immer noch dieses Gemurmel und dann gehen die Shots vom Verladending schon wieder zu und ihr fahrt nach oben und verlasst irgendwann auch nach einem ganz langen Transportweg von über diesen Aufzug halt kennzeichnet. Die Unterstadt und das Jeep. Ja, wo sollst du überhaupt hinfahren, Darwinus? Das Jeep. Also er kümmert sich doch um den Verwundeten, ich fahre. Ach, der Fahrer fährt, aber wo wollt ihr hinfahren? Zum Hauptquartier. Zum Hauptquartier, also zu der Villa. Ja. Okay. Ja, Darwinus, du kümmerst dich um den Verletzten. Du bist ja ein Wenn ich jetzt mal meine Webcam hinziehen könnte, würde ich dir den Wurf zeigen. 0-1, das sind 7 Erfolgsgrade. Wenn du mir eine plus 20 gibst, 5 auf einen schwierigen Wurf. Ah, das Wunder des Imperators, hm? Aber hallo. Omnissiah, bitte, das Omnissiah. Hallo. Ja, also. Und sein Ziel hat sich schon den Arm entfernt, damit der Omnissiah gerecht den Künstlichen kriegen könnte. Ja, Arm und Bein sind halt ab und du hast schon öfters abgetrennte Gliedmaßen gesehen. Manchmal. Ja. Du bist da ein bisschen so Experte auch für. und denkst dir nur so, das hat er absichtlich gemacht, damit er dem Omnissiah besser dienen kann. Natürlich. Und ja, beschreib mal, wie du die Wunden da versorgst. Was möchtest du denn da machen? Ja, also ich gebe natürlich erstmal eine, in Anführungszeichen, Drug, damit der Kreislauf stabilisiert, ein blutstillendes Mittel. Mhm. Und dann würde ich halt alle Teile entfernen, die halt bei einer ja, Mechanicus-Implantat, beziehungsweise bei einem, heißt das bionisch? Nee. Ja, es gibt bionisch. Na, auf jeden Fall bei einem mechanischen Ersatzteil stören würden und würde dann schon mal ein, mit dem Wurf schon mal die Haltevorrichtung dafür fest dran machen. Mhm, okay. Ja, also der Körper wirkt immer noch wie leblos. Du, ja gut, wenn ich weiß, dass ich eine Wiederbelebung machen muss, dann... Ja, das wird als allererstes gemacht. Ne? Ja. Und ja, deine Maschinensensoren haben dir erst angezeigt, dass da nicht mehr viel zu machen ist. Und dann ein Stoßgebet an den Omnissiah. Und just als ihr die Wolkendecke durchbrecht, durchfährt den Maximilian ein kleines Zucken. Und gerade als du mit deinem Omnissiah-Gebet dann fertig bist, meinst du ein Zucken in den Augenlidern zu sehen, spürst kurz ein kaltes Frösteln, das dir über deinen Rücken läuft und denkst schon, menschliche Regelung. Und dann nimmt seine Sensorik dann doch wieder ein Atemgeräusch wahr, was von unten kommt. Du wunderst dich total darüber und dann, ja, der atmet wieder. Und dann sofort Blutverlust stillen und so weiter. Bestimmt schon viel Blut verloren. Und Sedativos und so weiter. Sofort die Erstversorgung einleiten und deine beschriebenen Maßnahmen durchführen. Und irgendwann kommt ihr dann an der Villa auch wieder an. Und Maximilian wird vorsichtig von Darwinus halt von der Ladefläche verladen und irgendwie in der Villa in ein Bett gelegt, wo man ihn besser versorgen kann. Und auch auf dem Pfad wurde schon dafür gesorgt, dass Blut unterwegs ist, um den Blutverlust auszugleichen. Und die anderen beiden haben auf jeden Fall, die ihn ja für tot gehalten haben, seht jetzt halt, dass der Darwinus mit ihm umgeht, als wäre er nicht tot. Also, dass da noch was zu retten wäre. Mhm. Ja, Emotion. Was soll's? Ich dachte zwar, Darwinus hätte keine, aber was soll's? Jeder hat einen Fetisch, oder wie heißt das? Oder... Ja. Vielleicht ist es ja irgend so ein Maschinenritual für den Vorgesetzten. Was weiß ich? Ich kenne mich mit Techpriestern nicht so gut aus. Wenn er es für nötig hält, wir sind erstmal da, wir sind erstmal safe. Wenn er es für nötig hält, kann er das meinetwegen machen. Wir alle haben uns kurz etwas verdient, was uns fröhlich macht. Wenn ihn das fröhlich macht, soll er es machen. Ja, wenn ich ihn dann in die Villa gebracht habe, kannst du von mir noch hören, er wird einen exzellenten Diener des Omnissiah abgeben. Wer? Wer? Maximilian. Maximilian ist tot, der wird höchstens ein Servitor. Er lebt noch, er braucht nur mechanische Arme, einen mechanischen Arm und einen mechanischen Bein. Deswegen wird er entgehen. Stopp, Auszeit. Er lebt noch, ihm wurde der Arm und das Bein abgerissen. Ich habe es gesehen und er wurde noch gegen die Wand geschleudert. Nicht zwangsweise mortal. Die Chance, dass du es überleben, ist über 10%. Über 10%? Deswegen wurde er ausgewählt, er ist ein zäher Dreckshund. Ja, du kannst das gar nicht richtig glauben und schiebst Darwinus nochmal ein bisschen zur Seite und guckst jetzt so auf den leicht atmenden, weggetretenen, der da auf dem Bett, auf dieser Pritsche liegt. Und du siehst dann so, betrachtest dir irgendwie, der Darwinus hat ja dann schon an ihn rumgesägt und rumgewandwerkelt. Und du siehst dann so die Nähte und Narben, die er da irgendwie an dem Arm und an dem Bein vernäht hat, und besonders an dem Bein, der tödliche Schlag war, siehst du das eine Naht, die der Darwinus da, ich weiß gar nicht, ob er es bewusst gemacht hat oder nicht, die eine Wunde, sieht jetzt wie zugenäht aus wie ein Aquila. Ja. Gute Arbeit, Darwinus. Positive Bewertung, vielen Dank. Ja, toll. dem Sternchen irgendwo drauf. Wo ist dieser nervige Butler? Ja, den habt ihr noch lange nicht. Lang, Maximilian. Der, als wir wieder angekommen sind, auch der Darwinus, der ja schon länger in der Villa war, hat ihn jetzt ganz lange nicht gesehen gehabt. Also, seit er angekommen ist, nicht mehr. Oh Gott, die Frage ist nur, wer schickt jetzt inzwischen Bericht an den Inquisitor? Das wäre mein nächster Satz: Gruppenführer Lazarus, durch Ausfall unseres anderen Vorgesetzten, denke ich, der Bericht an den Inquisitor ist eure Aufgabe. Er hat recht. Ja, Maximilian, du kriegst von der ganzen Sache relativ wenig mit. Das Letzte, was du bewusst wahrgenommen hast, ist diese Attacke von dem Ding, wie es dich innerlich zerrissen hat. Und dann siehst du diesen großen weißen Tunnel und du hast dieses Kreischen, dieses psionische Kreischen, wofür du dich immer abgeschottet hattest, und hast nicht mehr die Kraft, es wegzulassen, und lässt es zu. Und es erfüllt dich von innen, von ganz, und du sagst, ich muss zu diesem Kreischen hin, du siehst den Tunnel, musst zu diesem Kreischen hin, bewegst dich mit deinem letzten verbliebenen Arm und dem letzten verbliebenen Bein, kriechst über den Tunnelboden und musst Richtung Kreischen. Als es auf einmal verstummt und du ein Gebet hörst, von ganz weit weg. Und ich hab's gewusst, ich hätte die abboxen sollen. Das Kreischen dann ganz verstummt und einem engelsgleichen Gesang weicht. Du dich umdrehst und auf einmal zu schweben beginnst und in die andere Richtung schwebst, wieder zurück zu dem Dunkel, aus dem du hergekommen bist. Und dann auf einmal kurz die Augen aufschlägst und fängst zu zwinkern. Du siehst die Mechandriden von Darwinus über dir, wie sie irgendwie rechts und links, hoch und runter irgendwie, und du hörst diese riesen Spritze, die auf einmal so in deine Richtung kommt, und dann fallen dir schon wieder die Augen zu. Und das nächste, was du erblickst, als du erwachst, ist und hörst, als du erwachst, ist Vogelgezwitscher und ein warmer Sonnenschein, der auf dein Gesicht runter scheint, und eine harte, aber doch bequeme Pritsche, auf der du zu liegen scheinst. Du hast kein Gefühl mehr in deinem Arm und deinem Bein. Wie ist meine Aussicht? Ja, du siehst ein Bürozimmer der Villa anscheinend, das hast du schon mal gesehen. Du liegst auf einer Pritsche. Nach draußen kannst du gucken, da siehst du so ein ja, es ist wohl der Garten von dem Anwesen, wo da so ein Apfelbaum ist. Da sitzt ein Vogel drauf und zwitschert. Nachdem ich mir mühevoll den Kopf nach oben genommen habe, lasse ich ihn zur Seite sinken. Mal gucken wir den Vogel an. Ja, der Vogel, ich mich freue, dass Vogel ich zwitschert nochmal, hebt dann ab. Und du meinst kurz, hat der Vogel zwei Köpfe? Ich weiß es nicht. Nein, das kann nicht sein. Und dann fliegt er aus deinem Blickwinkel raus. Der Imperator beschützt. Das nächste, was du irgendwie nach dem wahrnimmst, dass die Tür aufgeht und Thilea und Lazarus in den Raum treten. Verdammt, ich muss den Kopf drehen. Ja, genau. Also der ganze Körper schmerzt auf jeden Fall. Gefühlte 5 Stunden später gucke ich in die andere Richtung. Er hat wirklich überlebt. Er atmet wieder, ja. Darwinus hat völlig gute Arbeit geleistet. Ich habe nichts anderes von ihm erwartet. Habt ihr ihn? Was hat Thilea denn mit dem Leichnam gemacht jetzt? Ich habe den mit reingenommen. Wir haben ja eh schon die Kisten, die abholen sollen, und dieses komische Artefakt, was die abholen sollen, und ich setze den da einfach irgendwie neben und den soll ich ja irgendwie abholen. Zu den Kisten? Was, wenn da irgendwas ist, was das synchronisiert dann? Auf einmal kommt das Ding wieder, explodiert fast und wir haben 100 Blutdämonen. Blutdämonen sind was Böses. Das ist der Haufen, den die abholen sollen. Deswegen kommt das zusammen. Das macht doch Sinn, oder? Das Ding ist aber ausgebrochen, als es in der Nähe der Kisten war. Vielleicht erweckt es das wieder. Oder es regeneriert sich, was weiß ich. Aber das kommt nicht in die Nähe der scheiß Kisten oder des Artefakts. Wo willst du das dann denn tun? In die Kühlkammer. Die haben eine Kühlkammer? Das ist eine Villa, natürlich haben die eine Kühlkammer. Vor allen Dingen, das sind meist massive Türen. Irgendwo so ein Keller muss es auf jeden Fall geben, ja. Mhm. Ja, da rein. So ein Weinkeller. Na gut, bringen wir es da rein. Dafür gibt es doch bestimmt Schlüsselkarten oder irgendwie so ein Kram. Da kann man noch anbringen, ihr habt ja genug Zeit. Machen wir, ich nehme den einzigen Schlüssel. Gut, wer möchte dann mal Bericht an den Inquisitor senden? Der muss ich, ja. Dann sende mal, was sendest du? Na warte kurz, Maximilian ist doch wieder fit, oder nicht? Ich kann nicht so davor. Das ist schon eine ganze Zeit lang vor, du musst vor den Bericht abschicken, bevor er wieder zu sich gekommen ist. Kann ich nicht einfach sagen, ich sage ihm alles, was passiert ist? Nee, ich möchte das jetzt hören. Oh Gott. Ich weiß ja nicht mal, was Maximilian das Kommen geht, die Verbindung steht. Auf dem Bildschirm erscheint Marcellus. Wer ist das denn? Euer Inquisitor. Nein, Ignatius Krieg. Ja, genau, Krieg, genau. Ich war bei einer anderen Runde, Entschuldigung. Ja. Ich wollte schon sagen, das ist das einzige, Ignatius Krieg, genau, also das... Der Inquisitor eurer Gruppe. Bericht, Maximilian. Moment. Maximilian hat Schäden davon getragen und ist momentan dabei, sich zu erholen. Wir haben ihn schon bestmöglich medizinisch versorgt. Schäden? Arm und Bein. Von vorne. Was ist passiert? Ja, klasse. Ich weiß nicht, wie der letzte Bericht von Maximilian war, deswegen fange ich an, als wir gelandet sind. Ich habe keine Ahnung mehr. Bin ich ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Reißen Sie sich mal zusammen. Was ist passiert? Warum ist Maximilian nicht in der Lage, einen Bericht abzugeben? Weil er bewusstlos ist und fast gestorben ist. Wir hatten eine Auseinandersetzung mit einer mutierten Kreatur, die ihm sehr zu schaffen machte, die pure Anwesenheit. Wir jagten es in die Kanalisation und Maximilian hat Schäden davon getragen. Ihm wurde der Arm und das Bein entfernt von dieser Kreatur. Und das hat er überlebt? Seltsamerweise ja. Welche Art Kreatur war es denn? Ich schicke Ihnen Bilder. Ah, ja. Ja, was ist mit dem Rest des Teams? Unbeschadet. Unbeschadet. Okay, bleiben Sie vor Ort und erwarten Sie die Ankunft des Abholteams. Jawohl. Ja, und dann wird Folgendes passieren. Es wird ein Landungsteam der Inquisition landen, wird die gesamte Villa unter Quarantäne setzen. Die ganzen Artefakte werden alle eingeladen, inklusive dem Leichnam, den Thilea im Keller verbahrt hat, mit Lazarus Hilfe. Maximilian, der kann sich kaum bewegen, kann sich ja nicht mal richtig aufsetzen, wird ebenfalls von euch getrennt. Wird von mehreren vermummten Gestalten separiert und sediert. Und das Letzte, was ihr von ihm sehen könnt, ist, wie sie ihn in so einem komischen Glaskasten reinziehen. Magische, komische Schutzrunen um ihn auf den Glaskasten malen. Aquilas könnt ihr erkennen und einige von den Runen, die ihr auch auf dem anderen Ding gesehen habt. Und Thilea, es sind mehrere blau gewandete glatzköpfige Männer da, die diese Kiste, in die sie Maximilian reingelegt haben, jetzt an allen vier wie so ein Sarg Richtung Shuttle tragen. Und das ist das Letzte, was Lazarus, Darwinus und Thilea von Maximilian erstmal gesehen haben. Und hier enden wir. Ich werde ihn nicht vermissen. Ja, vielleicht kommt er ja wieder. Hier enden wir dann erstmal diesen Stream. Was genau passiert ist, habt ihr ja nicht wirklich rausgefunden, aber ihr habt zumindest die Bedrohung beseitigt für diese Welt. Und wer weiß, was die Inquisition jetzt mit Maximilian vorhat, der immerhin die Attacke eines Dämons überlebt hat. Merkwürdigerweise. Wie kann das vor sich gehen? Also da wird es auf jeden Fall Untersuchungen geben und der wird nicht ohne weiteres erstmal wieder freikommen, der Gute. Mal gucken. Aber er überlebt hatte. Ja, das Abenteuer ist dann hiermit zu Ende. Ist ein bisschen anders, als es im Buch steht, aber ihr habt auch ein bisschen anders euch verhalten, als das es der Abenteuerbuchautor vorgesehen hat. Was ja immer so ist bei Kaufabenteuern. Ne? Ist ja auch so ein Einführungsding, soll es ein bisschen Kampf dabei sein, am Ende ein bisschen Interrogation, das hatten wir auch alles drin. Ja, das letzte Wort gehört wie immer den Spielern. Es hat mir heute ein bisschen leid getan um den Mischka, den er ein bisschen separiert. Wie du meinst, das ist, hat sich irgendwie so durch eure Gruppe durchgezogen. Ne? Es gab immer irgendeinen, der geh mal dahin und bleib da. Ne? Also am Anfang war es Thilea, die irgendwie die Schnauze halten sollte, dann war Lazarus irgendwo in die Kneipe geschickt und einfach auf Beobachtungstour und jetzt hat es den Mischka erwischt. Und in einem eventuellen Folgeabenteuer wird es der Gierfalken halt ein bisschen separiert. Am Anfang zumindest. Wer weiß. Gut, ja. Sagt was. Wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Dann ja, schweiget für immer. Vielen Dank fürs Leiten. War eine coole Runde, hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, alle Aspekte drin, ein bisschen was suchen, kämpfen, war schon cool. Also, ich kannte das Abenteuer nicht, war alles neu. Hat einen schönen Einblick in die Welt gegeben, finde ich, wenn man Warhammer jetzt noch gar nicht kannte, Zufälle zum Beispiel. War schön. Bietet auch noch ein bisschen Anschlusspunktmöglichkeiten, ne? Was ist mit dem Schmuggler, was für Geschäfte ist der verwickelt und so. Es gibt auch Folgeabenteuer für das Ding hier. Ja. Also für mich wäre jetzt ganz klar ein Folgepunkt, warum sind zum Beispiel Dateien von Abitis gelöscht. Ja, natürlich. Also wäre der Schmuggler so oder so nicht da drin gewesen. Der war nicht im Schatten, ne. Ah, okay. Ja. Ja, mir hat's gefallen. Also ich bin immer noch nicht so richtig in dem System drin, muss ich wohl sagen. Es ist ja jetzt auch komplett neu für mich und wir haben ja extra den Charakter auch so gebaut, dass ich ja auch keine Vorkenntnisse haben muss. Aber trotzdem macht Spaß und ich finde es gut, nur ich merke halt an manchen Stellen immer noch, dass ich mir da einfach noch Wissen fehlt. Vielleicht muss ich mir dann zum nächsten Mal doch mal das Regelwerk ein bisschen genauer zu Gemüte führen. Ja, weil außer Charaktererstellung bisher sonst noch nicht weiter drin geschmökert habe. Und ja, aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Und ja. Ja, möchte der Sedierte auch noch was sagen? Von mir aus muss ich sagen. Ja, also so aus dem Totenbett, so aus der Leichenkammer. Okay, die nächste Gehirnsondierung durch meinen Astra-Telepathiker liegt wohl an. Nein. Ja, könnte sein. Ich muss sagen, es ist, das Ende war ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Schwäche meines Charakters ist voll eingetroffen. Ich kann nicht kämpfen und sobald ein Kampf kommt, kriege ich voll auf die Schnauze. Ja. Das habe ich mir am Anfang gesagt. Das ist so eingetroffen. Ja. Und ansonsten fand ich es recht witzig. Ja, dass nun die Struktur so ist, wie sie ist. Hey, das sind halt wir. Ich fand es auch krass, normalerweise wären jetzt hier noch Kultisten und so gewesen, die noch neben dem Vieh bekämpfen. Ich fand das Vieh allein schon ziemlich zu krass. Und das hat er da gesehen. Also mit, 10, ne, also mit dem plus 10 Schaden, also ich hab mal geguckt, nachher, ich muss auch ehrlich sagen, als der Kampf begonnen hat, hat es mich kalt erwischt. Ja. Meine erste Aussage mit den Lebenspunkten war auch die falsche. Den Arm hätte ich theoretisch gar nicht verloren. weil ich durch den ersten Schlag auf 0 Punkte gekommen wäre und damit der Arm gar nicht ab wäre. Okay, ja, gut. Aber abgesehen davon, so macht es mir Laune. Ja. Und man muss halt hier wirklich auf die Leute erstmal eindreschen, bis sie auf 0 Lebenspunkte kommen, und danach kommt ein Crit nach dem nächsten. Ist ein echt blutiges System, gefällt mir. Weil Warhammer 40K ist halt, diene heute deinem Imperator, denn sonst morgen könntest du tot sein. Und so weit war ich nicht davon weg. Ja, in der Tat. Ja, wenn ihr das Abenteuer auch mal gucken wollt, wie es denn eigentlich vorgesehen ist, und es ist eigentlich wirklich relativ anders noch, dann schaut doch mal ins Grundregelwerk von Dark Heresy 2nd Edition rein, da steht es nämlich drin. Ich muss zugeben, ich bin nicht so ganz gecached von dem System. Die Warhammer-Welt mag ich, aber ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht zu Hause irgendwie. Irgendwie ist mir irgendwas... Ich weiß nicht, ich bin da nicht so richtig angekommen. Und es fiel mir auch schwer, mich zu motivieren, die Sessions vorzubereiten, muss ich auch sagen. Hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gemerkt. Ich weiß es nicht. Und bin immer dankbar, wenn Leute dabei sind, die ihre eigenen Regeln dann kennen und dann sagen, ich kann das und ich mache das jetzt einfach. Und haben wir ja heute auch gesehen, ja, wir müssen dann auf dieser Tabelle und da würfeln. Das finde ich immer gut, wenn man solche Leute dabei hat. Da muss ich mir weniger Sorgen um irgend sowas machen. Und kann mich ganz auf die Story konzentrieren. Ansonsten, ja, danke, hat Spaß gemacht. Ob wir denn die ganze Runde weiterführen in ein weiteres Abenteuer, das möchte ich an dieser Stelle erstmal offen lassen. Wenn es denn so sein wird, werdet ihr das erfahren auf dem Nerdpol, www.nerdpolforum.de. Dann wird es da im Stream, nicht im Archiv, sondern in der Ankündigung drinstehen. Ich muss auf jeden Fall sagen, das wird erstmal eine Weile dauern, weil ich muss mir erstmal dann Folgeabenteuer auch erstmal durchlesen und dann mir dann Gedanken machen, ob ich die wirklich spielen will und so. Und ansonsten müsste ich mir auch noch einen Plot ausdenken und so, das kann dauern. Aber allerdings finde ich die Runde, wie wir hier so als Fünfergruppe zusammen sind, schon ziemlich lustig und würde schon ganz gerne irgendwas weiterspielen. Vielleicht ist es ja nicht Dark Heresy, vielleicht irgendwas anderes. Wer weiß. Ihr werdet es erleben oder auch nicht. Danke, dass ihr zugeguckt habt, wann auch immer. Tschüss, würde ich sagen. Oder hat irgendjemand noch was zu sagen? Haben wir den Leshrac übersprungen? Ich weiß es gar nicht. Nein, ich habe nichts zu sagen. Alles klar. Ja. Tschüss.